Wort reden, dann mache ich das. Und mit der obligatorischen Verspätung fangen wir jetzt an, aber das war ja zu erwarten, wenn Leute von außerhalb kommen. Natürlich begrüße ich euch jetzt ganz herzlich zum Seminar von der ESL in Griechenland. Wer noch zu meinem Werdegang, also ich habe Abitur abgelegt in und war seit Ende der 70er Jahre schätzungsweise 25 Mal in Griechenland ungefähr und in den letzten 2-3 Jahren ziemlich häufig, also mindestens 2-mal pro Jahr. Ich bin in der ESL, ich bin im Sozialforum München, bei ATAC auch übrigens, und im Rahmen des Sozialforums machen wir schwerpunktmäßig Griechenlandarbeit, weil es auch eine Reihe von Griechen in München gibt unter anderem. Wir haben, da hinten liegt sie aus, eine Postkartenserie rausgebracht, mit der wir Geld sammeln zur Unterstützung von diesem Gesundheitszentrum in Ellinikon. Und ich war auch gerade jetzt wieder unten zum Alter Summit und habe denen, also einem Vertrauensmann dort, entsprechende Geldmittel übergeben, damit sie entsprechend Medikamente und so weiter einkaufen können. Wir werden übernächste Woche eine Veranstaltung machen mit den Ärztinnen und also demokratischen Ärzten und Ärztinnen, wo wir auch uns überlegen, wie wir diese Arbeit für die Gesundheitszentren in Griechenland, inzwischen gibt es ja, ich glaube, 36, vereinheitlichen, verbreitern und so weiter können. Also das wird sicherlich hier auch ein bisschen Punkt der Debatte wahrscheinlich morgen noch sein müssen. Ja, das vielleicht noch. Jetzt praktisch noch vor der Zeit sogar. Es ist jetzt so, heute der Tag, also die, vor allen Dingen die beiden Referate von Paul, die werden jetzt eher erstmal so Input sein, also da geht es jetzt weniger um Solidaritätsarbeit, sondern Geschichte und Wirtschaft und sowas, also so eher Grundlagen. Im Anschluss ans Referat von Michael Agelidis, denke ich, da kommt zum einen jetzt ja schon, was in Griechenland an Solidaritätsarbeit läuft, stellt er ja auch vor, und aus dem ergibt sich zum Teil das, was man auch hier an Unterstützung machen kann, da wird es ein Punkt sein. Und dann natürlich morgen in der Diskussion im Anschluss an die Referate von der Nadja und vom Griechenland-Komitee, da geht es dann natürlich explizit um Solidaritätsarbeit und auch um das Thema, wie man sich besser vernetzen kann, was man zum Austausch vielleicht auch was man dafür tun kann, dass bundesweit die Vernetzung verbessert werden kann, weil es hat ja nicht vieles im Argen. Und das hast du auch schon was von mir. Ja, danke schön. Also ich will ein bisschen eingehen auf die Frage, was ist das für ein Land eigentlich, Griechenland? Weil Griechenland hat im Verhältnis zu dem, was sozusagen immer wieder von Historikern als Norm angesehen wird, für einen bürgerlichen Staat massive Differenzen. Also natürlich ist immer die Frage, was ist das eigentlich, diese Norm? Ihr wisst ja vielleicht, dass es in Deutschland auch schon eine sehr lange Debatte gegeben hat und die gibt über den deutschen Sonderweg. Also dass Deutschland in irgendeiner Weise sozusagen abweicht von irgendeinem sogenannten Modell. Das kann man natürlich sehr massiv in Frage stellen, kann einfach sagen, ja, was ist denn das Modell? Aber klar ist natürlich, dass es in Europa offensichtlich die Entwicklung zu bürgerlich-demokratischen Staaten gegeben hat, wobei der Charakter dieser Demokratie ja immer wieder in Frage gestellt worden ist. Und diese Staaten waren vor allem die Staaten der bürgerlichen Revolutionen in Westeuropa und auch den USA, die offensichtlich einen anderen historischen Weg gegangen sind als etwa Deutschland, Italien oder weiter östlich liegende Länder. Und die Frage ist natürlich, warum das so war, was steckt da dahinter, was ist da die Problematik und insbesondere, wie schaut es konkret mit Griechenland aus auf der Folie, die ich gerade skizziert habe. Und da kann man sagen, dass Griechenland in vielerlei Richtung eine Art Missverständnis gewesen ist. Warum ist Griechenland ein Missverständnis gewesen? Einfach deswegen, weil Griechenland ja bekanntlich, wenn man zum Beispiel in Athen ist, da sieht man ganz groß die Akropolis, und im 19. Jahrhundert, als die diese Bauten der alten Griechen gesehen haben, waren natürlich die Europäer, die da hingekommen sind,
noch viel begeisterter als heute und haben gedacht, das muss ja eine ungeheure Kultur gewesen sein, die solche Bauwerke in die Welt stellt. Also das muss ein ungeheuer großes, bedeutendes Land gewesen sein, dieses Griechenland. Und auf dieser Grundlage hat man natürlich eine gewisse Glorifizierung der Griechen betrieben und betreibt sie teilweise noch heute, die der wirklichen Situation des Landes, insbesondere auch seiner Ökonomie, eigentlich nicht entsprach. Und diese Dinge haben natürlich dann sehr häufig in Enttäuschung geendet. Man kann das ganze 19. und auch 20. Jahrhundert durchsehen, wie sehr Menschen dann sozusagen Aussagen treffen, dass die Griechen diesem Ideal, das man sich gebildet hat, auf der Grundlage einer bestimmten Perzeption der Poleis, also der alten griechischen Freistädte sozusagen, dass sie dem überhaupt nicht entsprachen. Bestes Beispiel ist Karl May. Also in Karl May, wenn ihr mal die ersten sechs Bände da lest, da kommen immer wieder böse Aussagen über die Griechen, die ja eigentlich Schurken seien. Grundfrage ist also, wie kann es sein, dass ein Land oder ein Volk so hoch gehoben und hochgeschrieben wird und andererseits sozusagen so runtergemacht? Ich meine, die besten Beispiele für das Runtermachen habt ihr in der Bildzeitung in Fokus und so weiter in den vergangenen drei Jahren sehen können. Und natürlich bedeutet das, dass wir uns beschäftigen müssen mit der Rolle von Griechenland, ein bisschen im Rahmen von der Geschichte Europas. Und hier muss ich natürlich sagen, ich kann das nur skizzenhaft machen. Also wenn da Fragen sind oder ne, sonst sind wir nämlich die ganze Woche hier da, wenn wir das intensiv machen wollen. Also nur ein paar wichtige Gesichtspunkte. Ihr werdet mir vielleicht dann vorwerfen können, dass das oder jenes gefehlt hat und so weiter, werde ich meistens dann wahrscheinlich nicken. Aber die Gesichtspunkte, die für mich jetzt wichtig sind. Also erstens mal, die erste Frage, die sich hier stellt, ist, Griechenland war ja Teil des Römischen Reiches. Und es war ein erheblich entwickelter Teil des Römischen Reiches. Ihr wisst ja wahrscheinlich auch, dass das Römische Reich sich 476 gespalten hat und dass das Weströmische Reich untergegangen ist, de facto. Unter dem Ansturm der Barbaren, also sprich der Germanen, die von Norden da eingedrungen sind. Die grundlegende Frage ist aber, was war denn die innere Schwäche dieses Reiches? Warum ist das so erfolgt und warum ist das im Osten nicht der Fall gewesen? Nun, man kann sagen, die innere Schwäche des Römischen Reiches und diese Schwäche, die wirkt teilweise bis heute nach, wenn man das Beispiel Spanien oder Italien, vor allem den Süden sich anguckt, diese Schwäche war die Latifundienwirtschaft. Die Latifundienwirtschaft war eine Landwirtschaft und natürlich war die Produktion vor der industriellen Revolution immer im Wesentlichen landwirtschaftliche Produktion, war eine Landwirtschaft, die durch Sklaven betrieben worden ist. Und durch die germanischen Vorstöße und so weiter hatten die Römer immer weniger Sklaven zur Verfügung, die diese Ländereien hätten bewirtschaften können. Das heißt, es kam zu einem gewissen Abbruch der Zufuhr von Sklaven, sowohl aus germanischer Provenienz wie slawischer Provenienz. Übrigens der Begriff Sklave und Slave ist nicht umsonst ganz ähnlich. Und das ist also ein wesentlicher Gesichtspunkt. Der zweite wesentliche Gesichtspunkt ist, wird im Regelfall die sogenannte Überdehnung genannt. Das heißt also, von Rom aus waren diese riesigen Provinzen, bei denen sich ja dann die Prokonsuln im Regelfall gemessert haben, die haben ja kräftig eingesackt da, nicht mehr wirklich zu verwalten. Und die Steuerverwaltung, die es da gegeben hat, wo also entsprechende römische Beamte dahin geschickt worden sind, um die Völker entsprechend auszupressen, die ist auch am Widerstand, der in verschiedenen Regionen da aufgekommen ist, nicht mehr so umsetzbar gewesen wie vorher. Davon unterscheidet sich der griechische Osten, man spricht ja vom lateinischen Westen, im Gegensatz zum griechischen Osten sehr fundamental. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt, weil meine grundlegende These ist, von kleineren Regionen mal abgesehen und von kleinen Ausnahmefällen abgesehen, hat es im Osten, das heißt in dem Bereich, den man den griechischen Osten des Römischen Reiches gibt, keinen Feudalismus gegeben.
Das ist im Übrigen eine Auseinandersetzung, die man mit Stalinisten auch führen muss, weil ja die aufgrund ihrer Geschichtsmechanik solche Behauptungen immer wieder aufstellen. Aber prinzipiell ist das ein ganz wichtiger Gesichtspunkt, dass im Osten dieser Feudalismus nicht entstanden ist. Natürlich kann man jetzt sagen, dass wir in Europa eine Entwicklung haben, die sehr komplex ist, und zwar ein großer Unterschied zwischen Westeuropa und Osteuropa. Die Grenze in Europa ist einerseits die Elbe in etwa und andererseits die Leitha. Vor, also westlich dieser Elbe, jetzt grosso modo wohl gesagt, haben wir die sogenannte Grundherrschaft, die in einem komplexen Prozess tendenziell abgelöst wird. Endgültig im Wesentlichen mit der Französischen Revolution, die ja zur kapitalistischen Bauernbefreiung schreitet. Ne? Zum Beispiel das Geld in der Französischen Revolution waren ja die Assignaten, wodurch sind die entstanden? Man hat einfach die Güter der Kirche verkauft. Ne? Die Kirche war natürlich im Regelfall neben der Krone der größte Großgrundbesitzer. Das ist die Variante im Westen mit natürlich unterschiedlichen Varianten. Durch Deutschland geht, und das ist historisch interessant, das ist ziemlich genau der früheren Zonengrenze entspricht, geht ein soziokultureller und soziohistorischer Riss, nämlich die Tatsache, dass wir hier westlich die sogenannte Grundherrschaft und hier im Osten die sogenannte Gutsherrschaft haben. Gutsherrschaftlich waren strukturiert die Länder Preußen, überhaupt der Aufstieg von Preußen ist auf der Grundlage dieser Gutsherrschaft erfolgt. Ich habe das im Einzelnen in diesem Buch Werkshosenanzug beschrieben, wer es sich genauer angucken will. Zentral war erstens, dass sich die preußische Monarchie als zentraler Großgrundbesitzer in diesem Gebiet durchgesetzt hat. Und zweitens, dass es ihr gelungen ist, die Autonomie der Städte zu zerstören, insbesondere von Berlin und von Königsberg. Und drittens, dass es ihr gelungen ist, die Bauern in einen extrem abhängigen Zustand herunterzudrücken. Man kann generell sagen, wenn man die vorkapitalistischen Länder in Europa im Einzelnen sich angucken will, dann muss man selbstverständlich angucken, wie es den Bauern ergangen ist. Ne? Die Bauern als die Produzenten und Produzentinnen in dieser ganzen Region, das Los der Bauern ist eigentlich der Schlüssel zum Verständnis der jeweiligen Regionen. In Thüringen gibt es ja das berühmte Werk von Gordon Moore, der ja die These aufgestellt hat, dass das Schicksal der Bauern auch über die Frage demokratische Verhältnisse oder keine demokratischen Verhältnisse in der Tendenz entscheidet. Und an dieser These ist einiges dran. Nun, das ist also jetzt ganz grosso modo. Im Osten kann man sagen, Preußen, Österreich, Ungarn, vor allem Ungarn, also nicht die westliche Reichshälfte von Österreich und selbstverständlich Polen und Russland, das sind die großen Länder der Gutsherrschaft. Und im Norden haben wir dann Skandinavien, mit Ausnahme von Teilen von Dänemark. Skandinavien unterscheidet sich vom restlichen Europa dadurch, dass Skandinavien fast nur freie Bauern gekannt. Auch dort ist diese Unterdrückung, dieses Herabdrücken der Bauern nicht erfolgt, sodass also Skandinavien den westlichen Weg gegangen ist, aber mit einer in der großen Mehrheit freien Bauernschaft. Das Resultat kann man bis heute sehen, im Übrigen. Also wäre meine These. Jetzt haben wir aber eine Region, und zwar südlich der sogenannten Militärgrenze. Das ist die Region, die Balkan genannt wird in aller Regel, wobei, ihr wisst ja, ne, in Salzburg wird man manchmal schon, wenn man nach Wien will, gesagt, oder fährst du auf den Balkan. Also die Debatte ist ja sehr alt, aber entscheidend ist, letzten Endes ist der Balkan eigentlich die Region, in der es dauerhaft keinen Feudalismus gegeben hat. Nun ist natürlich die Frage, wie ist der Feudalismus hier im Westen entstanden und warum betone ich das so sehr? Der Feudalismus ist entstanden, wie gesagt, auf den Trümmern des Weströmischen Reiches als sogenannte germanisch-römische Symbiose oder germanisch-romanische Symbiose. Und der Hintergrund dieser Geschichte ist eben, dass durch die Zerschlagung der Zentralgewalt, durch vor allem die Völkerwanderung und die ganzen Wirren, die es da gegeben hat, könnt ihr ja am Beispiel von Italien sehen. In Italien hat es jeweils zwischen 5 und 10 Fürstentümer gegeben, mit unterschiedlicher Geschichte jeweils. In der Mitte blockiert natürlich der Kirchenstaat,
mit unterschiedlichen Größen. Und diese Entwicklung sozusagen im Westen hat vor allem ausgehend von Frankreich zu einem gewissen Schub bei der Entwicklung der Produktivität der Landwirtschaft geführt. Das ist nämlich eine neue Technologie eingesetzt worden, entsprechender Eisenpflug, Ecke und so weiter. Das heißt, die landwirtschaftlichen Produktionsmethoden haben sich ausgehend von Frankreich und auf dem Hintergrund der Zerfall der Sklavenwirtschaft der Latifundien revolutioniert, sodass also es im Westen, natürlich je nach Ausbreitung und so fort unterschiedlich, zu einer massiven Steigerung der Arbeitsproduktivität gekommen ist. Im Osten im Gegensatz dazu, der Osten, wie gesagt, hat ein Herunterdrücken der Bauern, die meistens freie Bauern, nämlich Kolonisatoren waren, die sind ja da sehr häufig hingegangen, um die Gebiete zu kolonisieren. Im Osten wurden diese Bauern in der Tendenz heruntergedrückt und zu Produzenten für Güter, insbesondere Weizen, Roggen und so weiter, gemacht, die man dann schon in den Westen geliefert hat. Man kann das sogar als ersten oder als Teil des ersten Globalisierungsprozesses sehen. Das hängt teilweise auch noch zusammen mit dem Geld, was dann ab dem 16. Jahrhundert aus den Kolonien, also sprich aus Südamerika und Mittelamerika nach Europa geraubterweise gekommen ist. Nun, die Frage ist, warum nimmt diese Region auf dem Balkan eine solche Sonderstellung ein? Und das hat eben nicht, wie viele denken, nur mit den Türken zu tun. Die Türken sind eigentlich nur die Erben einer Situation, die vorher schon besteht, sondern das hat zu tun mit dem, was im Regelfall unter dem Stichwort Byzanz läuft. Byzanz, das ist eigentlich Ostrom. Und man müsste ja wissen, dass im Gegensatz zum Weströmischen Reich, das ja 456 runtergegangen ist, das Oströmische Reich ziemlich genau 1000 Jahre länger bestanden hat. Das heißt, es ist eine Gesellschaftsformation, die also extrem lange, historisch betrachtet, extrem lange bestanden hat. Und da muss man erklären, warum. Was ist der Schlüssel, um erklären zu können, dass Byzanz sozusagen diese ganze Zeit überdauert hat? Und wir reden natürlich deswegen darum, weil schon mal die Frage, wie heißen diese Leute, die wir jetzt Griechen nennen, nicht so eindeutig war, noch nicht mal im 19. Jahrhundert, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, weil der Begriff Hellenen, der hat sich eigentlich von außen kommend eingebürgert. Bitte? Pontus. Ja, gut, das auch. Aber der Begriff Hellenen von Hellas, das ist ja das alte Griechenland eigentlich gemeint, das ist eine west- und mitteleuropäische Erfindung. Die Leute selber haben sich wie genannt? Ja, Rumelia. Oder ähnlich. Also da gibt es viele Wörter. Und zwar von Rum. Das ist übrigens ja wie heute, also Rim im Russischen ist bis heute die Bezeichnung für Rom. Also gemeint war immer Ostrom. Ne, die Rumelier, das sind die Einwohner von Ostrom. Und das ist ja auch ein ganz wichtiger Gesichtspunkt bei den Griechen, weil wir haben natürlich dann in Griechenland ja einen relativ frühen Prozess des Nation Buildings, nämlich beginnend nach dem griechischen Befreiungskampf von 1821 bis 1830. Aber dieser Kampf unterscheidet sich in vielen Punkten von dem, was wir vom Westen können. Weil das klassische Modell des Nation Building ist natürlich Frankreich mit der Französischen Revolution und den ganzen Auswirkungen auf Deutschland. Und da ist natürlich die grundlegende Frage ja, was hat das in Griechenland bedeutet? Und ist sozusagen Griechenland in diesem Sinne nicht auch ein Missverständnis gewesen? Das heißt, diejenigen, die groß den Befreiungskampf der Griechen unterstützt haben, Leute wie Lord Byron und so weiter, ne? Und es haben sich ja ungeheuer viele begeistert in Europa, war das nicht ein Missverständnis? Haben die nicht einen Kampf unterstützt, der mit dem, was in Griechenland abgegangen ist, vergleichsweise wenig zu tun hatte? Da kommen wir noch an einen Punkt, der die Sache noch verschärft hat, nämlich das Problem der griechischen Diaspora. Man kann heute sagen, heute gibt es ja, sagen wir mal, 10 Millionen Griechen ungefähr in Griechenland. Ich habe jetzt nach dem Jahrbuch der Enzyklopädie Britannica geschaut, also die hatten schon mal 10,6 Millionen angegeben, aktuell geben sie 9,7 Millionen an, das heißt, es sind sehr viele abgewandert, wie man sieht, angesichts der wirtschaftlichen Verhältnisse. Aber diese Abwanderung aus diesen Gebieten ist ein Grundzug der griechischen Geschichte, das heißt, die griechische Diaspora, die gibt es seit
urdenklichen Zeiten. Zum Beispiel war zeitweilig Alexandria in Ägypten eine mehrheitlich griechische Stadt. Im Übrigen habe ich gerade erfahren, durch eine neue Arbeit, also da habilitiert sich einer, hat eine Habil-Schrift geschrieben, das ist jetzt nur eine Fußnote, über Apartheid-Gesellschaften. Und wahrscheinlich haben die Griechen das Verdienst, also sehr eigenartiges, ne, die erste Apartheid-Geschichte in der Welt, die erste Apartheid-Gesellschaft in der Weltgeschichte gegründet zu haben. Das war nämlich die von der Kleopatra. Die Kleopatra war ja wahrscheinlich Griechin oder Halbgriechin. Und in dieser Zeit, also nach Alexander dem Großen, bei den Ptolemäern, hat es anscheinend eine Apartheid-Gesellschaft gegeben. Das heißt, eine Gesellschaft, die auf der Grundlage des Verbotes der Rassenvermischung und der Tatsache, dass sie die Ägypter, die Normalen sozusagen zu Arbeitenden, aber im Sinne natürlich in einer Gewaltbeziehung gemacht haben, regiert haben. Aber das nur als Fußnote hinzu. Also wir haben hier einen ganz zentralen Gesichtspunkt. Die Frage, was nun die Griechen sind oder wer sie sind und so weiter, ist historisch betrachtet ein ziemliches Problem. Durch die Tatsache, dass es eben eine sehr große Diaspora gegeben hat und gibt, heute ungefähr, wie gesagt, 10 Millionen in Griechenland, wahrscheinlich, wenn man die Nachkommen hernimmt, 10 Millionen im Ausland. Und das wiederum hat eben auch heute natürlich sehr, sehr große Bedeutung. Aber jetzt zurück zur Frage, warum ist Byzanz im Gegensatz zum Westreich nicht untergegangen? Und da kann man eine Reihe von Gesichtspunkten angeben. Der erste Punkt für Byzanz war eben die Tatsache, dass es in Byzanz fast, also im Ostreich fast keine Latifundien gegeben hat. Mit der möglichen Ausnahme von Ägypten, was wiederum ein spezieller Sonderfall ist. Also entscheidend ist das Latifundium, was prägend gewesen ist für erhebliche Teile von Italien, was prägend gewesen ist für erhebliche Teile von Frankreich, für Spanien sowieso, kann ja sagen, teilweise bis heute. Dieses Latifundium hat es im Osten fast nicht gegeben. Auch weil die geografischen Gegebenheiten nicht dazu in der Lage waren. Das heißt, wir hatten im Osten eine zwar unterdrückte oder niedergedrückte, aber in vielen Fällen freie Bauernschaft. Frei im relativen Sinne natürlich. Und zweitens, wir hatten im Osten nicht diese Großlandwirtschaft, wodurch der Einsatz von Sklaven in diesem großen Ausmaß wie in Italien oder Gallien nicht möglich gewesen ist. Also, wie gesagt, das Los der Bauern im Osten war insgesamt betrachtet lange Zeit deutlich besser als im Westen. Zweitens, wir hatten im Osten den Kaiser, der ja nicht untergegangen ist und der ja lange Jahre zu dem Kaiser geworden ist. Das war die Autorität sozusagen des Römischen Reiches. Und es ist ja bezeichnend, dass Leute im Westen, die versucht haben, Kaiser zu werden, zum Beispiel Karl der Große, ihre Boten dahin geschickt haben, darf man das auch, ist das ja okay und so weiter. Vor allem Otto der Große hat ja gleich nochmal eine geheiratet von da, um sozusagen für sich diese Autorität des Kaisers, also des der höchsten Spitze sozusagen dieses Reiches zu gewinnen. Und natürlich seit Konstantin, ne, Papa Gustav, seit Konstantin ist ja die Verschmelzung des Kaisertitels mit dem Christentum vorgenommen worden. Und entscheidend ist also, der Kaiser im Osten ist nicht nur der weltliche Herrscher, sondern ist im Grunde auch der oberste geistliche Herrscher. Selbst wenn es sowas gab wie ein Metropolit oder ähnliches, eine wirkliche Trennung von Religion und weltlicher Herrschaft, dieser Begriff ist eigentlich sinnlos in Byzanz, hat es nie gegeben. Also das ist ein ganz zentraler Gesichtspunkt, den wir hier im Hinterkopf haben müssen. Von daher können wir sagen, dass im Hinblick auf die Frage, was sind eigentlich Griechen oder wer sind eigentlich die Griechen, zwei Gesichtspunkte immer eine ganz zentrale Rolle spielen. Das sind aber historische Gesichtspunkte, wenn man so will, und nicht ethnische Gesichtspunkte. Ethnische Griechen gibt es eigentlich nicht, im Gegensatz zu bestimmten, gerade auch Deutschen, die sowas gesucht haben. Warum nicht? Aufgrund einer sehr komplexen Geschichte. Wenn man so will, kann man über die Griechen dasselbe sagen wie über die Bayern, nämlich Sannen Sauhaufen.
Also sprich, da sind alle durch. Bayern sind der Sauhaufen. Das heißt, sie sind da alle durchgezogen, haben alles Mögliche hinterlassen. Also eine ethnische Identität, so wie man sich das jetzt, ne, irgendwie bei den Lappen oder so vorstellen kann, die gibt es da nicht. Was ist also die Grundlage für die Griechen? Die Grundlage für die Griechen ist einerseits die Religion. Und die ist deswegen ungeheuer wichtig bis heute, da können wir dann gleich noch kurz drauf eingehen. Und zweitens, wichtig für die Griechen, ist die Sprache. In dem Punkt könnte man sagen, hat es auch gewisse Ähnlichkeit mit dem Judentum. Und es gibt einen dritten Punkt natürlich, der sehr große Ähnlichkeiten hat mit dem Judentum, nämlich die Tatsache, dass Byzanz so lange überlebt hat, ist natürlich vor allem auf Konstantinopel zurückzuführen. Konstantinopel war zwischen 1000 bis 1500 Jahre die weitaus größte Stadt von Europa und war der zentrale Umschlagpunkt für den Handel nach Osten. Das war ja im Grunde das Ende der Seidenstraße. Also Konstantinopel war für Europa den Nahen Osten, wie wir es heute hier sagen, oder Middle East, wie die Engländer sagen würden, sozusagen das zentrale Zentrum. Und Konstantinopel. Das hat auch bedeutet, dass also die Stadt extrem vielethnisch gewesen ist. In Konstantinopel hast du alles gehabt, was sozusagen im Umkreis von 2.000, 3.000 Kilometern an Völkerschaft überhaupt vorhanden war. Die haben sich alle irgendwo nach Konstantinopel bewegt und teilweise da auch niedergelassen und so weiter. Der vierte Punkt, der hier zentral ist, ist natürlich die Kontinuität der Bürokratie. Byzantinische Bürokratie, das ist ja etwas, was ja sogar sprichwörtlich geworden ist. Und der fünfte Gesichtspunkt, der hier zentral ist, und alle diese Dinge haben natürlich massive Konsequenzen bis heute. Man kann im Grunde Griechenland nicht verstehen, wenn man das nicht weiß. Also wie gesagt, wer Byzanz nicht kennt, versteht Griechenland nicht. Wir haben sehr häufig, um das zu sagen, immer diese Vorstellung, die ich natürlich auch eingebläut gekriegt habe, ne, durch Lektüre von Aristoteles und Platon und ich weiß nicht was. Ja, Griechenland, das sind die alten Griechen, das ist die Zeit von Perikles in Athen und Sparta und so weiter. Nein, das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist selbstverständlich Byzanz, diese Erbschaft. Und natürlich ist der fünfte Punkt einer, der bis heute auch Probleme bereitet, das Thema der Steuern. Nämlich, die Byzantiner sind ja hingegangen und haben die Steuern, die Steuereinnahmen verpachtet. Das haben die Osmanen dann nachgemacht, das war nichts Besonderes. Überhaupt. Also ich würde sogar die These aufstellen, dass es eine sehr, sehr große Kontinuität zwischen Byzanz und dem Osmanischen Reich gibt. Aber das wäre jetzt ein eigener Diskussionsbereich. Das Osmanische Reich hat viel, viel mehr Dinge von Byzanz übernommen, als sie wirklich geändert haben. Natürlich haben sie Religion geändert und bestimmte Verhältnisse, aber im Grunde haben sie die Grundstruktur des Byzantinischen Reiches übernommen, mit dem Zentralstaat, mit der starken Bürokratie und so weiter und vor allem natürlich mit der Steuereintreibung. Im Westen war der römische Staat, und das ist ja auch einer der Gründe für seinen Niedergang, nicht mehr in der Lage, überhaupt Steuern einzuheben. Ne? Dadurch entstand eine Parzellierung der Gewalten. Da hat jeder Graf gesagt, ja, ich bin jetzt der Herr auf diesem Gebiet und so weiter. Und erst auf dieser Grundlage konnte sich der Feudalismus entwickeln. Der Feudalismus mit Zentralgewalt ist undenkbar. Entscheidend ist diese Parzellierung der Gewalten im Westen. Im Osten hatten wir den Staat und dieser Staat war natürlich vor allem Steuerstaat. Das wurde verpachtet an die Steuereinnehmer. Und wiederum, das hat bedeutet, dass diese Steuereinnehmer, die sind dann zu den Bauern gekommen und haben natürlich versucht, weil das ein Job auf Zeit war. Es gab keine erbliche Adel hier im Osten, sondern es waren immer Jobs auf Zeit, also Staatsangestellte, die man auch wieder loswerden konnte. Wenn es dem Sultan oder seiner Entourage nicht gepasst hat, hat er die alle geschasst. Und natürlich auch, wenn sie bestimmte Steuerquanten nicht eingebracht haben. Von daher haben wir ein grundlegendes Muster, was man in Griechenland bis heute sehen kann, nämlich, dass diese Steuereinnehmer, weil es ja Beamte auf Zeit sind, a, möglichst viel Steuern eintreiben wollen, b, natürlich man sich gut stellen will mit diesen Steuereintreibern, das sollen ja möglichst Verwandte sein, das heißt die eigenen Verwandten schont man, es gibt also hier einen Klientelismus, und c,
Wenn diese Steuereintreibung nicht mehr funktioniert, wird der gute Mann weggeschubst. Das heißt, dann kommt ein anderer. Man ist also permanent unsicher, mit wem man es da dem Staat gegenüber zu tun hat. Deswegen versucht man da auch gewisse Kontinuität reinzubringen. Und D, ganz entscheidender Punkt, diese Steuereinnehmer, jedenfalls viele, haben natürlich ganz gewaltig gewütet. Das war übrigens so wie die Römer früher in ihren fernen Provinzen. Die hat man ja auch nach Asien geschickt, Ägypten und so weiter, damit sie da kräftig Steuern eintreiben. Und das haben die im Grunde fortgezogen. Aber wir haben es ja auf dem Balkan mit einer sehr gebirgigen Region zu tun, die ja, wenn man so will, sich gut für einen Guerillakrieg eignet. Und dieser Guerillakrieg, wenn man so will, hat schon immer stattgefunden. Das heißt, es gab irgendwelche Bauernburschen, die sogenannten Kläften, wie das heißt, wörtlich Diebe, und diese Kläften, bitte? Positive Diebe. Nein, nicht immer, das waren auch negative. Also zunächst mal Diebe, die Frage der Perspektive, ob sie jetzt positiv gesehen werden oder negativ, ist ein wichtiger Punkt. Also jedenfalls haben diese Kläften, die einen Teil der Steuern, einen Teil dessen, was diese Steuereinnehmer geraubt hatten, denen wieder abgenommen. Da haben wir die Lieder auf dem ganzen Balkan, also in Serbien und so weiter, heißen es Hajduken. Gibt übrigens einen Roman von Panayot Istrati, ne, wo ihr das nachlesen könnt und so weiter. Also sprich, diese Kläften sind auch in vielen Liedern besungen worden, weil natürlich einige von diesen Kläften so als Robin Hood sich gebärdet haben. Also sprich, den Reichen abnehmen, den Armen geben und so weiter. Aber wichtig ist zu verstehen, dass das ein Grundzug der Geschichte über mindestens 1000 Jahre ist, dass der Kampf um die Frage, was gehört dem Staat, was gehört dem Kaiser und was bleibt bei den Bauern, immer sehr heftig ausgetragen worden ist. Und zwar durch dieses System der Steuerverpachtung, wobei man natürlich die Steuern im Regelfall an Leute verpachtet hat, die aus der eigenen Region gekommen sind, weil die haben das Ding ja gekannt. Aber entscheidend für die Staatsspitze war natürlich immer, möglichst viel einnehmen zu können, insbesondere um ein relativ teures Heer unterhalten zu können. Ja, das ist ganz gut. So, nun haben wir natürlich das Thema, dass dieser byzantinische Staat, der wurde ja von liberalen Historikern, wie vor allem Gibbon, der ja die erste große Geschichte geschrieben hat, so als permanente Geschichte des Niedergangs beschrieben. Darüber kann man lange diskutieren, aber klar ist, dieses Staatsgebilde hat sozusagen im Verhältnis zu dem, was seit der Renaissance im Westen passiert ist, immer mehr ins Hintertreffen geraten. Das ist ganz offensichtlich und das hängt meines Erachtens eben damit zusammen, dass diese Entwicklung zum Feudalismus wie in Westeuropa nicht eingetreten ist. Und die Osmanen, als sie dann diesen Staat bzw. seine Hauptstadt 1453 überrannten, hatten bereits vorher große Gebiete sozusagen abgenommen. Das heißt also, im Grunde waren es ja nur noch die Regionen um Istanbul oder Konstantinopel herum, plus übrigens eine Republik von Griechen am Pontus, die noch deutlich länger bestanden hat. Also auch das wäre jetzt noch ein wichtiger Punkt, der hier eine Rolle spielt. So, und nun ist es also so, ich hatte ja gerade gesagt, dass einerseits die Religion für die Bestimmung, was ist Griechen, eine sehr große Rolle gespielt hat, und zweitens die Sprache, dass also hier natürlich eine bestimmte Kontinuität auftaucht. Diese Kontinuität im Hinblick auf die Osmanen ist eine Kontinuität und Bruch zugleich. Bruch ist es natürlich im Hinblick auf die Religion, aber das Osmanische Reich hat das sogenannte Milizsystem eingeführt. Das heißt, die Orthodoxen durften durchaus Orthodoxe bleiben. Das war also nicht unbedingt das Problem, wenn sie bestimmte Steuern entrichtet haben. Also die Nicht-Muslime wurden höher, im Regelfall höher besteuert als Christen. Zweitens hat man die Christen hergenommen, um die Truppe zu erneuern. Das heißt, es hat ja dann die Gnadenlese gegeben, die Defirme, und diese Gnadenlese hat bedeutet, dass also Kinder von christlichen Familien weggenommen worden sind, um sie in eine Armee, die dem Sultan unterstellt war, zu vereinen. Und diese Armeen waren ja 200 Jahre lang sehr gefürchtet in Europa. Also die Vorstöße unter Suleiman dem Prächtigen und so weiter sind ja vor allem durch solche Truppen
Erfolg. Das war übrigens aus der Sicht des Staates ein ziemlich guter Schachzug. Nun natürlich, im 19. Jahrhundert haben wir Krokodilstränen über das ganz schlimme Los dieser Christenkinder. Also im griechischen Befreiungskampf hat man selbstverständlich alle Register des Nationalismus gezogen, um eben hier aufzuzeigen, und das läuft ja teilweise bis heute, wie böse die Türken gewesen sind und was sie da alles für Christen angerichtet haben und so weiter. Dabei hat man natürlich unterschlagen, dass es insbesondere in der Hauptstadt Istanbul, Konstantinopel, übrigens auch der Begriff Istanbul ist kein türkischer Begriff, ne? Istanbulis. Istanbul ist auch griechisch wohlgemerkt. Ne? Kein türkischer Begriff, wie viele denken. Istanbulis. Na, jedenfalls entscheidend ist, dass es zu einer massiven Vermischung trotz dieser religiösen Differenz mit der griechischen Oberschicht gekommen ist. Das heißt, die Reichen in Istanbul waren in ihrer großen Mehrheit die Phanarioten, das heißt also eine griechischstämmige Bevölkerung. Und mehr seit dem 16., 17. Jahrhundert haben diese Leute entsprechende Posten im Osmanischen Reich übernommen. Das ging dann sogar so weit, dass zum Beispiel in einigen Teilen Rumäniens, wo tatsächlich feudale Verhältnisse eingetreten sind, was meint ihr, wer da die Feudalherren waren? Griechen. Ne? Eindeutig. Also die Unterdrücker in bestimmten Teilen des Balkan und so weiter, die Oberklassen, das waren eindeutig Griechen. Deswegen auch, weil sie im Regelfall schriftkundig waren und eine gewisse Bildungstradition hinter sich gehabt haben. Das ist übrigens auch eine gewisse Parallele zum Judentum. Gleichzeitig hat sich seit der Herrschaft der Osmanen eine gewisse Tendenz, die auch sehr alt gewesen ist, hier entwickelt, nämlich die Tendenz, dass die Griechen in erheblichem Teil zu einem Handelsvolk geworden sind. Die Griechen sind ein Handelsvolk, ähnlich wie Juden, oder wobei bei Juden kann man darüber diskutieren, ob es überhaupt ein Volk ist, aber jedenfalls wie Juden, wie Armenier, wie Inder in Ostafrika oder Chinesen in Südostasien und so weiter. Und im Übrigen haben Griechen teilweise zumindest auch das gleiche Schicksal erlitten, wie es Handelsvölker in bestimmten historischen Perioden erlitten haben. Das heißt, man hat sie nicht sonderlich gemocht. Das ist auch einer der Gründe für diese Negativdarstellung von Griechen im 19. Jahrhundert. Nun, in der Nachfolge der Phönizier haben die schon begonnen, und ich meine, das liegt ja in der Natur der Sache. Griechenland besteht aus 13.000 Inseln unter anderem, dass also hier die Vorbedingungen für den Handel, also sprich entsprechende Schifffahrt, notwendig war, ist ja ganz offensichtlich. Hinzu kommt, dass das Land ja schon sehr, sehr lange relativ weit war im Weinbau, relativ weit bei den Oliven, relativ weit auch in der Weizenproduktion und so weiter. Das konnte man ja austauschen gegen andere Güter. Auch das hat ja in der Tendenz bedeutet, dass also ein gewisser Handel hier eingetreten ist. Und von daher war es ja kein besonderer Gesichtspunkt, dass mehr und mehr die Griechen den Ost-West-Handel, also den Fernhandel, auch übernommen haben, teilweise in Konkurrenz mit den Armeniern, die ja weiter östlich gewesen sind, teilweise in Konkurrenz mit den Juden, die allerdings im Regelfall eher weiter nach Westen gegangen sind. Nun, also diese Entwicklung hat eben, und jetzt sind wir dann bei der Frage, ja, was war das eigentlich für ein Staat, der da entstanden ist im Befreiungskampf von 1821 bis 30? Bitte? Das war ein ganz spezifischer Staat. Also erstens mal hatte ich schon genannt, wie viele Leute damals in Griechenland waren und wer sich überhaupt an diesem Unabhängigkeitskrieg beteiligt hat, ist höchst umstritten. Dass die Kleften als bewaffnete Gruppe eine sehr, sehr große Rolle gespielt haben, ist offensichtlich, als einheimische Truppe. Aber ansonsten war die Idee der Befreiung Griechenlands, der Gründung eines eigenen Staates, war eine Idee des Westens, die auch von griechischen Intellektuellen, die sie vor allem in Italien, aber auch Frankreich, Deutschland und so weiter studiert hatten, in das Land hineingetragen worden ist. Natürlich haben die westlichen Intellektuellen sich super gefreut, weil das ist ja die Zeit
von Metternich, ne, eine extrem reaktionäre Zeit. Da hat man sich natürlich über die Griechen gefreut, dass die hier mal richtig Stoff machen und den Befreiungskampf anfangen. Und gerade in Deutschland hat es ja eine sehr breite Schar von Gebildeten gegeben, die viel Hellenen, also Griechenfreunde gewesen sind, aber eben auch in Frankreich und England und so weiter. Und das Interessante ist aber, dass als dieses Land befreit wurde, sie sofort wieder das Problem hatten, also erst, das erste Problem, was sie hatten, ich hatte ja gerade auf die Bedeutung der Kirche verwiesen, naja, was hat der Sultan mit dem Metropoliten der orthodoxen Kirche gemacht in Istanbul, in Konstantinopel? Der hat gesagt, du bist verantwortlich, weil du musst deine Schäfchen zusammenhalten und die Kirche hat alles getan, um diesen Kampf zu verhindern. Ne? Hat ihm aber nichts genützt, der arme Kerl wurde den Kopf kürzer gemacht. So, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, als dieses Neugriechenland gegründet wurde, hat man natürlich gefragt, ja, können wir da einen eigenständigen Staat zulassen? Dann haben die Mächte, die in Europa was zu sagen hatten, gesagt, naja, ein eigenständiger Staat ist schon ganz gut, weil wir wollen das Osmanische Reich ja schwächen, aber wir müssen da mal die Hand drauf halten. Und insofern hat es ein Kräftedreieck gegeben, einerseits von den Engländern, die damals wahrscheinlich die stärkste Macht gewesen sind aufgrund ihrer Industrie, dann wiederum von den Franzosen und schließlich natürlich von den Russen, weil die ja ihr Konzept der Zusammenführung aller orthodoxen Länder bzw. aller slawischen Länder, damals hat man das noch nicht so genau unterschieden, verfolgt haben. Und in dieser Auseinandersetzung, weil die sich ja blockiert haben, hat man dann gesagt, naja, jetzt suchen wir mal eine Dynastie, die nicht so stark ist und die man da hinsetzen könnte, da ist man auf die Bayern verfallen. Wie gesagt, man könnte ja sagen, beides Bayern und Griechenland sind ethnisch bedachte Sauhaufen, also hat es gepasst. Und man hat also den zweitjüngsten Sohn da vom Ludwig I., also sprich Otto, dahin exportiert. Und das Interessante ist, wenn man sich da mal verfolgt, diejenigen, die da hingekommen sind, was sie dann so erlebt haben und welches Land sie angetroffen haben, das war also für die, die konnten sie überhaupt nicht verstehen, wo sie da hinkamen. Ne? Sie mussten ja zuerst mal nach Nauplia, weil in Athen war ein Kuhdorf, 5000 Einwohner, die Schafe und Ziegen und so weiter haben überall geweidet, war überhaupt nichts. Also sie waren total enttäuscht. Trotzdem hat man sie in Athen dann empfangen, unterhalb von der Agora, in diesem schönen Tempel da. Den hat man entsprechend drapiert, ne, damit der König sozusagen immerhin so einen Schimmer von früherem Glanze hatte und da empfangen wurde. Aber eine Frage war zu dem Zeitpunkt, Ägina hat noch die Hauptstadt, oder? Nein, Nauplia war die Hauptstadt. Nauplia steht auch dran, wenn man da hinfährt, erst die Hauptstadt von Griechenland. Ein paar Dinge aus bayerischer Herkunft kann man immer noch sehen. Im Übrigen hat natürlich der Otto in Athen fürchterlich gewütet, im Sinne, dass er die Stadt mal richtig nach seinen Vorstellungen gebaut hat. Wenn euch riesige Ähnlichkeiten zwischen München und Athen auffallen, deswegen. Also die gibt es massiv, schaut euch die Uni an zum Beispiel oder ähnliches. Dasselbe habt ihr in München in anderer Ausgabe auch, vor allem auch, weil es entsprechende also gleiche Architekten gewesen sind. Wir haben also eine Nation, die de facto unabhängig wird, aber deren Unabhängigkeit nur von Großmächten sozusagen garantiert wird, wobei sie sich gegenseitig blockieren. Das hält übrigens das ganze 19. Jahrhundert über an. Wir haben aber gleichzeitig eine bayerische Dynastie, die sagt ja, hier ist ja hinter Pföldeifi, also da kann man ja nichts anfangen, wir brauchen eine gescheite Verwaltung, haben sie alle ihre Leute mitgebracht. Ne? Also man hat in gewisser Weise auf ein Land ohne jede staatliche Tradition, hat man so einen kleinen Staatsapparat aufgepfropft. Also können wir auch darüber diskutieren, welche Ähnlichkeit mit heute das hat. Und interessant ist natürlich, dass diese aufgepfropfte Struktur, die es da gegeben hat, eigentlich in Griechenland mindestens bis in die 70er Jahre, also bis zum Fall der Diktatur besteht. Und zwar einfach deswegen, weil man wissen muss, dass in Griechenland ja normalerweise die Volkssprache gesprochen wird, die Demotiki. Aber alles staatliche Handeln ist in dieser Reinsprache gemacht worden, bis also die Passung das abgeschafft hat. Und das hat also bedeutet,
dass in Griechenland die Sprache des Staates nur von Gelehrten verstanden worden ist. Es hat also schon allein sprachlich einen Riesenriss zwischen dem normalen Volk und dem Staat gegeben, der im Grunde dem entspricht, was ursprünglich da angelegt worden ist, ne? Dass man also sozusagen aus Bayern, natürlich konnten die alle super altgriechisch, klar, ne? die Bajuwaren, die da hingekommen sind, nur, also ich habe es mal versucht, der konnte diese Kata irgendwas Sprache, die Rheinsprache, ich habe mal mit dem Taxifahrer mich so unterhalten, mit Altgriechisch, ging so einigermaßen, wenn man ungefähr weiß, was man will, ne? Aber trotzdem, für das gemeine Volk war das im Grunde vollständiges, unverständliches Zeug. Und das hat also wiederum bedeutet, dass man in gewisser Weise einen Vermittler gebraucht hat. Abgesehen davon kam er jetzt nicht in das Land der Follies, also in keinen Freistaat, wo die Leute demokratisch entschieden haben, was da los ist, sondern in ein bitterarmes Bauernland. Und das wiederum hat auch bedeutet, die Bauern haben dann versucht, wenn sie irgendwas gebraucht haben, einen Vermittler zu finden. Und das ist die Grundlage für dieses weit verbreitete Klientelsystem, was in Griechenland bis heute besteht. Das heißt also, dass also über lange, lange Zeit und teilweise bis heute zwischen dem Staatsapparat, dem was oben war und ist und den Leuten, die da reingekommen sind und dem was unten gewesen ist bei der einfachen Bevölkerung, eine riesige Kluft besteht, die es natürlich in West- und Mitteleuropa nicht gegeben hat. In dem Zusammenhang, man darf ja nicht vergessen, dass es in Westeuropa, wenn man so will, drei Modernisierungen gegeben hat. Also das eine ist die Durchsetzung des Industriekapitalismus in Großbritannien, England. Das zweite ist der Stopp der Bevölkerungsexplosion in Frankreich. In Frankreich hat sich die zwei bis drei Kindfamilie maximal am frühesten eingebürgert als Norm. Und das dritte ist die Durchsetzung der Volksschule, die gerade in Deutschland durch die Romantik vorangetrieben worden ist. Immerhin war es in Deutschland so, dass um das Jahr 1850 herum 80% der Bevölkerung alphabetisiert waren. 1850 ist ein extrem früher Zeitpunkt, wenn man sich das anguckt. Das heißt also, das hat natürlich mit dem, was die in Griechenland vorgefunden haben und was da der Fall gewesen ist, überhaupt nichts zu tun. Sogar, wiewohl die Griechen sozusagen im Verhältnis zu dem, was im Osmanischen Reich gegeben war, relativ alphabetisiert waren, waren es doch bis weit in das 20. Jahrhundert hinein immer nur eine Minderheit und eben mit entsprechenden Abstufungen, je nachdem, wer da klassische Bildung studiert hatte oder nicht. Und auf dieser Grundlage muss man eigentlich sehen, und natürlich ist es ja dann durch die Parteien, die dann entstanden sind, nach dem Sturz der Militärdiktatur nochmal neu formiert worden, dieses spezifische System der Klientelswirtschaft. Also, dass man sozusagen erstens mal früher irgendeinen Vermittler gebraucht hat, möglichst den Bürgermeister oder sonst irgendjemand, der einem geholfen hat, wenn ich mit dem Staat was zu tun hatte. Weil das völlig unverständlich war und auch die Winkelzüge und die Entwicklung dieses Staates überhaupt nicht verständlich waren. Ich will euch ein Beispiel erzählen. Ich war also jetzt kürzlich im Golf von Korinth und bin da zurückgestoßen, weil ich auf dem Taxiparkplatz war. Und habe dem Taxifahrer bedeutet, er soll da vorne reinfahren. So, ne? Der Taxifahrer fährt aber hinter mir rein. Und ich habe ihn so leicht berührt, also so ein paar Kratzer waren. Das war nichts Ding, weil wir hatten ja auch keine Geschwindigkeit. Was ist passiert? Also der Taxifahrer hat gesagt, ja, das Auto gehört nicht mir. Er hat gesagt, ich gebe dir 50 Euro und du fährst weiter. Ne? Taxifahrer gehört nicht mir, holt also die Polizei. Polizei kommt und schreibt mal alles ganz genau auf. Kommen dann drei Leute, die fotografieren das, wiewohl da gar nichts zu fotografieren war. Ich habe dann ein bisschen Politur genommen, war es im Grundstück wieder weg. Also war überhaupt nichts. Bei uns würde kein Polizist sich deswegen bewegen. Aber ich hatte dann keine gültige grüne Versicherungskarte dabei, sondern eine, die letztes Jahr abgelaufen war. So, dann habe ich also einen Strafzettel über 500 Euro bekommen, aber mit der Möglichkeit, den binnen einer Woche sozusagen, dass er mir erlassen wird, wenn ich binnen einer Woche diese Bescheinigung vorlege. Was ich natürlich per Fax heute auch gemacht habe. Ich habe aber dem Polizisten gesagt, der übrigens gut Englisch konnte, also hinten ist eine Athener Telefonnummer drauf. Er hat nämlich behauptet, ich wäre nicht versichert. Er hat gesagt, in Deutschland ist das nicht so häufig. Also er soll mal die Telefonnummer in Athen anrufen, was er dann auch gemacht hat. Dann haben sie ihm natürlich gesagt, ja, der ist versichert. Aber trotzdem, damit sozusagen dem griechischen Staat hier
gehorcht ist, musste ich also dieses Ding beibringen. Und als er diese ganze Sache aufgeschrieben hat, hat er nicht nur meinen Namen gefragt, sondern er hat auch gefragt den Namen meines Vaters und den Namen meiner Mutter und den Mädchennamen meiner Mutter und der Papa. Das hat er alles aufgeschrieben. Also hier kann man noch die Reste dieses spezifischen Staates sehen und dass bei diesem Vorgehen, ne, bei dieser Geschichte, die meisten Leute verzweifeln und mit dem Staat nichts zu tun haben wollen, das ist ja ziemlich offensichtlich. Also wir haben sozusagen viele längerfristig wirkende Traditionen der Staatsferne oder auch der Staatsablehnung. Natürlich gilt es auch für die Reichen, für die Reeder, die ja eben der Kern der griechischen Bourgeoisie sind, die Reeder, also sprich die Schiffsbesitzer. Das ist eine Bourgeoisie von ungefähr 700 Familien. Diese Reeder besitzen ungefähr 16% der weltweiten Handelsflotte, das sind 3700 irgendwas Schiffe ungefähr. Wobei die Frage, wie viel unter griechischer Flagge fahren, hat man sehr, sehr unterschiedliche Aussagen. Und die Reeder sind verantwortlich für ungefähr 10% der griechischen Volkswirtschaft. Das bedeutet, wenn man es in Beschäftigung rechnet, also natürlich auch die indirekte Beschäftigung, ungefähr 400.000 Leute, übrigens mit vergleichsweise kleinen Schwankungen im Unterschied zu anderen Bereichen. Und diese Reederbourgeoisie, die handelt natürlich in sehr starkem Maße nach dem Motto: Meine Heimat ist das Meer, meine Freunde sind die Sterne. Das heißt also, von ihrem Staat will sie nicht so viel wissen. Außer man kann ihn ausbeuten. Also es gibt ja einen schönen Spruch von irgendeiner der Söhne davon, ja, also Steuern zahlen gehört nicht zu unserer kulturellen Tradition. Moment, die sind ja befreit. Ja, das ist ja noch dazugekommen. Also nicht ganz befreit, weil es ist ja eine neue Steuer eingeführt worden, aber da geht es wirklich um läppische Millionenbeträge im Verhältnis zu Milliardenumsätzen. Man muss also wissen, dass die griechische Reederbourgeoisie im Grunde verglichen mit dem Land der deutschen Automobilindustrie entspricht. Und wenn man es hochrechnet auf die Bevölkerung, ist der Anteil von direkt und indirekt Beschäftigten ziemlich genauso hoch, etwa 10%. In Deutschland ja auch. Ich meine, man muss natürlich die Verkehrsbullen mitrechnen, die man braucht, um sozusagen den Verkehr zu regeln und so weiter. Das gehört natürlich dazu. Aber wenn man diese beiden Länder miteinander vergleicht, dann kann man sagen, das, was den Deutschen ihr Auto ist, den Griechen ihr Schiff. Beziehungsweise den griechischen Rädern. Und das zeigt natürlich auch die ungeheure Schwierigkeit, das ist einer der Probleme, wir werden ja nachher über die wirtschaftlichen Probleme und die wirtschaftlichen Schwierigkeiten für eine Linke sprechen. Die Frage ist nun, was unterscheidet einen Autobauer, sagen wir mal der Familie Gwant, die ja irgendwann sich BMW gekrapscht hat, was unterscheidet einen solchen Autobauer von einem griechischen Räder? Das man kann ja sagen, sind beides Kapitalisten, also, ne? Ja, und das ist nämlich erheblich, weil der entscheidende Punkt ist, ich habe ja gerade ausgeführt, dass wir eine sehr, sehr lange Tradition, die sehr, sehr weit historisch zurückreicht, haben des griechischen Handels und damit dann auch der griechischen Handelsbourgeoisie. Und das Interessante ist nun, dass historisch betrachtet der Übergang von einer Handelsbourgeoisie zu einer produktiven Bourgeoisie, das heißt also einer Bourgeoisie, die Fabriken erstellt und ähnliches, sehr komplex ist und meistens nicht erfolgt. Warum? Weil nämlich die Handelsbourgeoisie in der Tendenz auf den schnellen Profit aus ist und weil die Handelsbourgeoisie Güter transportiert von einer Stelle zur anderen, diese Güter aber nicht kreiert oder verändert. Die nimmt Vorgefertigtes in gewisser Weise, um es weiterzubringen. Im Übrigen, also meine Mutter würde sagen, ein Glied händelt, ist Glied besser geschaffen. Das bedeutet eben, dass in der Volksanschauung, also, habt ihr nicht verstanden? Das war aber nicht. Naja, der Gegensatz. Nein, das war alemannisch. Nein, das war alemannisch. Also, der Gegensatz zwischen Handeln und Arbeiten ist in der Logik des Volkes ganz offensichtlich. Also jemand, der handelt, arbeitet nicht. Warum nicht? Weil er ja die Gegenstände nicht verändert. Arbeit bedeutet sozusagen die Veränderung der Gegenstände, der Umdinge und so weiter. Und das ist genau die Differenzia Specifica. Und das ist auch bei Mondell. Mondell hat ja mal einen sehr schönen Aufsatz geschrieben über die Industrialisierung der Dritten Welt.
wo er genau auch auf diesen Gesichtspunkt aufmerksam gemacht hat, nämlich, dass im Regelfall die Handelsbourgeoisie nicht in der Lage ist, ihre Mentalität oder ihre Verhaltensweisen abzulegen, um sozusagen sich zu einer produktiven Bourgeoisie zu wandeln. Und Griechenland ist wirklich das exemplarische Beispiel dafür, wo man das studieren kann. Wenn die Handelsbourgeoisie was anderes macht als Handel treiben, dann beschäftigt sie sich mit Banken. Das ist ja auch klar, ne? Also Bank und Handel ist natürlich aufs Engste miteinander verbunden. Sogar gibt ja Banken die Handelsbank oder ähnliches heißen. Nicht zu knapp, das ist also ein zentraler Gesichtspunkt. Und das andere, was eine Handelsbourgeoisie dann betreibt, ist schöne Paläste bauen. Da gibt es natürlich auch noch gewisse Traditionen des Osmanischen Reiches, manchmal auch von europäischen Seiten, die da kommen. Also Griechenland hat, und zwar teilweise von Handelsbourgeois geführt, zum Beispiel der berüchtigte Bobolas da, Bourgeois, die in der Bauwirtschaft tätig sind. Der Bobolas zum Beispiel, der ist Minderheit, also die große Mehrheit sind natürlich Kanadier, die buddeln da das Gold bei Aristoteles aus, ne, da muss es große Proteste geben. Aber 10% hat dieser Bobolas, also der ursprünglich ein Reeder, aus einer Reederfamilie kommt, also ne, er riskiert nicht viel, weil er nur eine Minderheitsbeteiligung hat dabei, und bezeichnen dies auch, dass eben hier diese Leute zum Beispiel, also gerade auch dieser Bobolas, sich profiliert haben, in Anführungszeichen, beim Bau der ganzen Autobahn, vor allem diese Riesenautobahn im Norden, die von Igor Miniza da, beziehungsweise Janina, rübergezogen worden ist an die türkische Grenze. Diese Autobahn ist ebenfalls von solchen Leuten gebaut worden. Griechenland hat also eine überdimensionierte Bauindustrie, ist übrigens ein ganz zentraler Punkt der Krise, weil ist ja klar, diese Bauindustrie lebt sehr stark von Staatsaufträgen. Wenn der Staat sagt, wir haben kein Geld, kürzen diese ganzen Sachen, dann sind haufenweise Straßen und Autobahnen als Baustellen da, das kann man ja besichtigen. Es gibt auch haufenweise Häuser, die vor sich hingammeln, natürlich nicht ganz so schlimm wie in Spanien, aber ganz ähnlich. Und niemand weiß sozusagen erstens, wann es weitergeht, ob es weitergeht, und zweitens selbstverständlich, das ist ein riesiger kapitalistischer Entwertungsprozess, einfach deswegen, weil dieses ganze Zeug, egal ob jetzt Straße, wenn der an der 5, 10 oder 20 Jahre nichts passiert, ist sie natürlich schon wieder marode. Ich habe jetzt mehrfach gesehen, Brücken, die vor 20 Jahren gebaut worden sind für eine neue Straße, also für diese Autobahn von Korinth nach Patras, die müssen jetzt wieder abgerissen werden, weil sie schon kaputt sind, ne? Und so weiter. Also hier können wir diese ganz spezifische Struktur der griechischen Bourgeoisie sehen, die natürlich wiederum enorme Auswirkungen auf das Land selber hat. Eine so große Handelsbourgeoisie, die ja im Grunde wenig im eigenen Land investiert, bedeutet auch, dass wir eine sehr große Bauernschaft haben. Durch die verschiedenen Landreformen ist die Bauernschaft sozusagen verteilt worden, vor allem durch die kleinasiatische Katastrophe noch von 1922. Durchschnittsgröße des Landes 0,7 Hektar. Aber die Tatsache, dass 40% der griechischen Bevölkerung direkte oder indirekte Beziehung zum Land haben, bedeutet natürlich in dieser tiefen Krise auch, dass sie zumindest überleben können. Sie können irgendwas anbauen und so weiter, manchmal auch tauschen, was ihnen in gewisser Weise hilft. Aber insgesamt kann man also sagen, dass der griechische Kapitalismus, es wird ja immer von Europa gefaselt, mit den klassischen Varianten des europäischen Kapitalismus, die wir so kennen, fast nichts zu tun hat. Das ist eine ganz spezifische Gesellschaftsformation, die man sozusagen sehr genau studieren muss, um das zu verstehen. Und erst dann kann man alle möglichen Dinge, die sich in Griechenland ereignen, in der griechischen Politik und so weiter, aber insbesondere natürlich dieser unendliche Klientelismus, ne? Husfeti, Fakelaki und so, diese schönen griechischen Wörter, kann man dann verstehen. Ansonsten macht man es dann so, wie die konservative Presse oder Leute, die, wenn der Kapitalismus nicht funktioniert, das auf moralische Defizite zurückzuführen. Und dann sind es die faulen Griechen oder ähnliches. Das ist natürlich ein völliger Blödsinn. Okay, ich will es da mal überlassen. Ich hoffe, dass ich einige Dinge sagen konnte, die für euch wichtig sind. Jetzt gedacht, wenn jetzt anders mal, dass man erst mal 5 Minuten noch Pause zum Durchschnaufen macht und dass man dann Diskussionen zu dem Buch machen.
Also Leute, ich würde vorschlagen, revolutionäre Disziplin. Wir machen jetzt beide Diskussionsbeiträge, Nachfragen. Ja, ich habe noch mal eine Nachfrage zu der jüngeren Geschichte. Weil ich habe jetzt erlebt, dass man sich auch sehr stark eben einfach bezieht auf die Auseinandersetzungen in der Zeit des Faschismus und Bürgerkriegs. Und spielt eine große Rolle, zum Beispiel bei dem Protest gegen den Verkauf des Cafeteriopaths in Athen. Und ich wollte dich da nochmal fragen, ob du vielleicht darüber nochmal kurz was sagen kannst. Also Geschichte Griechenlands unter dem Zweiten Weltkrieg oder der deutschen Besatzung und dann Bürgerkrieg. Ja. Ich will auch nur kurz zu deinem Unfallteil was anmerken. Ich vermute mal, dass das kein kurzsichtiger Taxifahrer war, der einen Tourist gesehen hat und sich gesagt hat, vielleicht verhaut er das, ja, dann nochmal 500 Euro gemacht und das nicht einreicht. Weil es ist nämlich eigentlich in Griechenland tatsächlich eher umgekehrt. Es ist nämlich eher so, dass zum Beispiel wir letztes Jahr in Gazi, was so ein Nachtclub-Stadtteil in Athen ist, haben wir Autoscheibe eingeschlagen gekriegt vom Griechischen Auto, von einer Frau, die in Athen lebt. Wir haben die Polizei nachts um 4 geholt, damit sie das aufnehmen, zumal auch Zeug rausgeklaut wurde ist. Die haben uns am nächsten Morgen ins Präsidium bestellt und wir haben sie gefragt, wir würden gerne den Bericht gegenzeichnen von der Anzeige von der Nacht. Wir haben keinen Bericht geschrieben gehabt, damit war auch keine Anzeige. Und dieses Jahr auf dem Ordersummit hatten wir eine nette Erfahrung. Wir hatten nämlich ein Problem mit irgendeinem, wir wissen nicht, ob er ein Fascho war, aber ein ganz schräger Grieche, der gemeint hat, die Basketballhalle würde ihm gehören, wo wir übernachtet hatten mit den Schlafsäcken. Und einer der Syriza-Nachtwache war mit mir allein wo draußen. Das war ein ziemlich gefährlicher Typ, der die ganze Zeit da Rabatz gemacht hat. Also haben wir die Polizeistation oben kontaktiert, die direkt auf dem Gelände sind. Die kamen dann auch und haben auch geguckt, dass der Typ verschwindet. Und später haben wir überlegt, falls er doch nochmal kommt, wir machen eine Anzeige. Und dann bin ich mit hoch. Mit dem Genossen von Syriza, ne, das Zeug gibt, weil ich ja mit ihm dabei war. Und dann haben die gesagt, wenn er 200 Euro zahlt, dann nehmen sie die Anzeige auf. Also muss für eine Anzeige 200 Euro zahlen. Und ein Zeuge bei mir auch sagt, und wenn man die 200 Euro nicht zahlt, dann nehmen sie auch die Anzeige nicht auf. Und die haben die Anzeige nicht aufgenommen und haben gesagt, der wird jetzt garantiert nicht mehr kommen. Und dann hat der Genosse gesagt, ja wie, und was ist, wenn ich die nächste Nacht mit dem Problem habe, dann ist meine Genosse nicht mehr da, dann ist mein Zeug eben weg, sie sollen die jetzt aufnehmen und dann nehmen die 200 Euro. Also es war eher eigentlich umgekehrt. Das heißt, ich vermute, dass sie gedacht hätten, hier nehmen sie jetzt was auf. Ich meine, ich habe ja auch gleich gelacht, wie du gesagt hast, du hast die Versicherungskarte nicht dabei gehabt, wusste ich sofort, das waren zwischen 200 und 500 Euro, die da zahlen mussten, so weiß ich. Aber dass sie das so strikt gemacht hätten, ich glaube, da hat man eher irgendwie gedacht, wenn er die Woche verschwitzt, dann hat er einer 500 Euro bleiben gelassen. Ja? Aber weil, wie gesagt, es ist eigentlich eher umgekehrt, dass du zahlen musst, um eine Anzeige überhaupt zu kriegen. Okay. Jetzt noch du und dann kannst du auf die Frage wieder antworten, dann machen wir die nächste Runde. Ich würde mit dieser Frage anschließen, aber würde ich sie ein bisschen ausdehnen noch, weil du hast quasi die Staatsgründung 1824 und Befragungskampf davor dargestellt, auch was denn danach passiert ist. Also doch eine relativ lange und nicht ganz uninteressante Periode bis zum Zweiten Weltkrieg und zur Militärdiktatur im Anschluss dann später. Also ein paar Anmerkungen dazu, dass man das, was heute in Griechenland ist, nicht von der Staatsgründung her herleiten muss, sondern auch von dem, was dazwischen passiert ist, ein Stück weit. Wenn ich ganz sicher. Okay. Also ich gebe ihm trotzdem jetzt nicht mehr wie 10 Minuten, weil sonst macht er jetzt 2 Stunden zu mir. Da hättest du vorher irgendwann mal in die Gegenwart befördern sollen. Ja, also jetzt. Okay. Also ich bin da ganz bewusst eingegangen auf ältere Traditionslinien, weil ich immer wieder feststelle, und ihr wisst ja, dass in der Nacht des Neoliberalismus alle Katzen grau sind. Das heißt, dass es um geschichtliche Erfahrungen und so weiter nicht geht. Da sind die Menschen im Grunde Automaten. Deswegen wollte ich, dass die Menschen als geschichtliche Wesen und ihre historische Erfahrung sehr stark herausarbeiten. Aber prinzipiell kann man sagen, im 19. Jahrhundert hat sich Griechenland mit vielen Wechselfällen sozusagen so hingeschleppt als ein armes Bauernland.
Die bayerische Dynastie ist ja dann zurückgewiesen worden, teilweise von den Griechen, teilweise aufgrund von britischen Drucks. Man hat die dann durch eine dänische Dynastie ersetzt, die ja bis 1967, Konstantin übrigens, dieser ja der letzte, ne, amtiert hat. Wichtig in dem Zusammenhang ist, dass natürlich 1821 bis 30 nur ein Teil von Griechenland zu diesem neuen Staat gekommen ist. Und die Grundfrage hieß immer, in Anführungszeichen Großgriechenland. So wie dann später, sogar jetzt, ne, Balkankriege, denkt an Großserbien, an Großkroatien, an Großalbanien tendenziell auch. Das ist der Hintergrund. Auf Griechisch heißt es Megalidea, also die große Idee. Und das heißt, die Griechen hatten eigentlich vor, von Athen aus alle Menschen griechischer Zunge in einem Reich zu vereinigen, möglichst natürlich mit einer Hauptstadt Istanbul. Und die ganzen Widersprüche der Politik im 19. Jahrhundert beruhen auf zwei Momenten. Einerseits, wie modernisiere ich ein zurückgebliebenes Bauernland? Das war die eine grundlegende Frage. Also welche Ansätze von Industrie? Da hat es immer wieder so kleine Ansätze und so weiter gegeben. Der bekannteste, der das ja dann relativ, also beides im Grunde durchgezogen hat und der im Grunde deswegen der Vater des Vaterlandes ist, ist der, sagen wir mal nach europäischen Begriffen, linksliberale Venizelos. Lefterias Venizelos, der ja überall als Statue rumsteht, das war ja einer übrigens aus Kreta kommender Staatsmann, der ja dann auch die Enosis, also die Vereinigung von Kreta mit dem Mutterland durchgesetzt hat, letzten Endes mit einem ziemlichen Wabonspiel, und der in Griechenland auch eine Modernisierungspolitik, man könnte sagen sozialliberale Modernisierungspolitik gemacht hat, also sowohl bestimmte Industrialisierungsprozesse wie aber auch zum Beispiel Arbeitsrecht, zum ersten Mal hat es sowas gegeben in Griechenland und so weiter. Und das ist also sehr bedeutsam, das ist im Grunde die Zeit bis 1922. 1922, der Venizelos hat im Übrigen auch Glück, dass er nicht gerade Ministerpräsident war, sondern sogar die Verantwortlichen sind ja dann wegen dieser kleinen asiatischen Katastrophe erschossen worden oder ins Gefängnis gewandert. Venizelos war gerade abgewählt, beziehungsweise nicht Regierungschef, und hat also diese Katastrophe von daher sozusagen von außen mitbekommen. Und das ist also die kleine asiatische Katastrophe. Das hat bedeutet, dass ungefähr 1,5 Millionen Menschen, weil die Griechen ja versucht haben, möglichst viel von diesem Osmanischen Reich sozusagen sich unter den Nagel zu reißen, wobei man natürlich dazu sagen muss, in Kleinasien haben sie natürlich seit 3000 Jahren gelebt. Smyrna, heute Izmir, war natürlich mehrheitlich eine griechische Stadt, also von den ungefähr 60.000 Einwohnern waren mindestens 150.000 Griechen in Smyrna und so weiter. Das war viel größer als Athen, wohlgemerkt. Und dass die Folge dieser Vertreibung durch den Krieg der Kemalisten gegen die Griechen, die kann man natürlich sehr deutlich sehen bis heute. Erstens mal hat es bedeutet, dass da eine sehr radikale Landreform durchgezogen worden ist, sodass der Großgrundbesitz im Norden enteignet worden ist. Großgrundbesitz hat es im Grunde in Griechenland sowieso nur illegalerweise gegeben, weil ja das Osmanische Reich auf der Grundlage beruht hat, dass sozusagen alles, aller Grund und Boden dem Sultan gehört. Das heißt, ein Eigentum an Grund und Boden hat es dort prinzipiell nicht gegeben, aber natürlich haben versucht, entsprechende Staatsbeamte sich bestimmte Sachen unter den Nagel zu reißen. Und das ist auch in Griechenland im Norden erfolgt, also in den Bereichen, wo der Prozess der nationalen Einigung nicht begonnen hat. Und von daher hat man dann diese Leute im Norden des Landes enteignet, und also großteils jedenfalls, und hat also dann diese 1,5 Millionen Vertriebenen dort angesiedelt. Es gibt zum Beispiel in Athen einen Stadtteil Nea Smyrna, ne, und so weiter. Oder Smyrni, ja. Also man kann das über die Spuren dieser Katastrophe, dieser kleinasiatischen Katastrophe, man darf nicht vergessen, Griechenland hatte damals 6 Millionen Einwohner, höchstens 1,5 Millionen Flüchtlinge dazu. Das ist also viel, eine ganz andere Dimension als die Nachkriegsflüchtlinge in Deutschland. Also diese Katastrophe muss man dann sehen.
die bildet teilweise dann auch den Hintergrund von der 1936 entstehenden Metaxa-Diktatur, wobei Metaxa aus dem Militär gekommen ist, im Grunde war es eine Militärdiktatur, aber so mit Elementen des Faschismus. Der Faschismus hat ja auch immer, vor allem die italienische, Versatzstücke aus dem Römischen Reich und so weiter herangezogen. Genauso hat dieser Metaxas, der Diktator damals, Versatzstücke herangezogen aus der großen griechischen Vergangenheit, aber das war im Grunde nur Karneval, könnte man sagen. Ja. Ein Teil natürlich der sogenannten asiatischen Griechen oder ehemalige Ägäisküste der Türkei ist natürlich auch auf Lesbos, Chios und Samos, aber vor allem auf Lesbos, auf der griechische Insel. Ja. Und das ist auch, warum ich es betont ist, es wundert sich immer wieder Leute, wenn sie sich mit der sogenannten Flüchtlingsproblematik auf Lesbos auseinandersetzen, warum Flüchtlinge so eine wahnsinnige Unterstützung der Bevölkerung auf Lesbos haben. Also die ernähren die auch, ja, das ist ja. Ja. Ohne die Spende wäre ja nichts. Und das hat ganz viel damit zu tun, dass die Menschen praktisch dort sagen, wir wissen, was es bedeutet, vertrieben worden zu sein, in seiner Heimat zu sein. Ja. Das hat einen ganz, ganz großen Ursprung, dass da so viele Menschen leben, die eigentlich aus dem türkischen Teil. Also das ist eine ganz, ganz wichtige Erfahrung der griechischen Geschichte, muss man also unbedingt im Hinterkopf haben. Und der zweite Punkt ist natürlich die Nazis. Ihr wisst ja, dass die Italiener Griechenland überfallen haben und dass der Metaxa dann wahrscheinlich seine einzige positive Tat gemacht hat, nämlich dass er Ochi gesagt hat. Nein, er hat sich also geweigert zu kapitulieren und die Griechen haben ziemlich heftig gegen die Italiener gekämpft, denen auch ganz schöne Niederlagen beigebracht. Und das hat im Übrigen bedeutet, dass dann das Dritte Reich auf der Seite der Italiener dann also eine Invasion gemacht hat auf dem Balkan und dann auch in Griechenland. Griechenland wurde ja dann unter Bulgarien, Italien und Deutschland aufgeteilt. Das ist im Übrigen ein ganz, ganz wichtiger Gesichtspunkt, weil dieser Balkankrieg und auch der griechische Krieg gegen die sogenannten Achsenmächte hat ja wahrscheinlich die Sowjetunion gerettet. Weil wenn der Hitler hätte im April schon losziehen können, wie er das ursprünglich vorhatte und so weiter, angesichts der völligen Unvorbereitetheit von Stalin und seiner Wahnsinnspolitik, die ganze Militärführung der Roten Armee zu erschießen, hätte das wahrscheinlich, also gut, was da insgesamt passiert wäre, hätte man nicht wissen können, aber wahrscheinlich wäre Moskau gefallen und die Position der Sowjetunion wäre dann viel, viel schlechter gewesen, als sie dann 1941 war. Also das heißt, also der Krieg ist natürlich ganz, ganz wichtig und in diesem Kriege sind von deutschen Truppen in Griechenland fürchterliche Massaker begangen worden. Also man hat einfach Brandsätze in die Häuser reingeschmissen und so weiter. Die schlimmsten Massaker, die begangen worden sind, kommt in meinem Buch dann auch vor, sind Distoro. Das war übrigens 10. Juni 1944, genau wie Oradour-sur-Glane, genau das gleiche Datum. Dann Kalabrika. Auf dem Peloponnes, Komeno im Norden, im Epiros und noch eine Stadt auf Kreta. Das sind so die vier bekanntesten Orte. Insgesamt sind aber weit über 1000 Dörfer niedergebrannt und verwüstet worden von deutschen Truppen. Nach dem Krieg, ganz kurz jetzt gesagt, wurde ja Griechenland, ihr wisst ja, dass Griechenland durch den Bürgerkrieg größtenteils befreit war, dass aber die Briten und die Sowjetunion, weil es hat ja ein Treffen gegeben im Oktober 1944 in Moskau, wonach der Balkan aufgeteilt worden ist. Griechenland war britisches Interessensgebiet, 1910 steht auf dem Zettel Churchill, was der Stalin abgezeichnet hat. Und insofern hat, wiewohl das Land großenteils befreit war durch die ELAS, hat Stalin Griechenland de facto an die Westmächte geopfert. Also die durften da wüten, wie sie wollten. Und die haben gewütet, vor allem der General Skopje hat ja Athen bombardieren lassen. Die Zerstörungen der Bombardierung 1944 durch Skopje waren viel schlimmer als die von Deutschen, wohlgemerkt. Also das nur zu den Briten, was die so angerichtet haben. Naja, und die Briten waren ja nach dem Krieg mehr oder weniger bankrott, sodass die Amerikaner dann ihre Position eingenommen haben. Und das ist ja einer der Gründe, also dass man die Amerikaner und die Briten zusammensieht, aber dass die Amerikaner eben dann auch mitverantwortlich gewesen sind an diesem Staatsstreich des Militärs von 1967 und auch eng mit ihnen zusammengearbeitet haben. Einer der Gründe, warum in Griechenland ein gesunder Anti-Amerikanismus ziemlich weit verbreitet ist. Ja, meine. Ja, wegen der Kürze der Zeit, die Paul jetzt zur Verfügung hatte für den
für alles, was später passiert ist als früheren Jahrhunderten. Nochmal eine Ergänzung, weil ich das wichtig finde für die heutige Debatte. Die Folgen der deutschen Besatzung und vor allem danach, was alles abtransportiert ist, Demontage der Industrie, bis hin zur Abschöpfung der Lebensmittel, was zu grauenhaften Hungerkatastrophen geführt hat und so weiter. Diese Folgen hat ja dann ein Nachspiel gehabt, auch in der Zeit der Bundesrepublik und der DDR, wobei die DDR ja Reparationen vorgeschlagen hat, aber gleichzeitig halt gesagt hat, dafür wollen wir aber gar nicht anerkannt werden, aber wegen dem Ost-West-Konflikt ging das eben nicht. Und die Bundesrepublik Deutschland hat interessanterweise zunächst gesagt, wir werden das später alles mal klären, das war die erste Verhandlungsposition, da wird es eine Gesamtlösung geben. Und etwas später haben sie dann gesagt, naja, wenn wir den das Bestreben, ne, zu einem Assoziierungsvertrag mit der EU zu kommen, positiv unterstützen sollen, dann rechnen wir damit, dass ihr nicht allzu viel hier von uns verlangt. Und wenn ich mich nicht täusche, Paul, ist die Geschichte endgültig abgewiesen worden von Schröder, also unter der Schröder-Regierung, ist endgültig gesagt worden, ne, die Fragen von Reparationen, die spielt überhaupt keine Rolle mehr. So, wenn ich mir jetzt überlege, ne, den Zusammenhang, ne, dass heute die griechische Bevölkerung, der große Teil der griechischen Bevölkerung unter der direkten Erpressung der EU regiert wird mit diesen grauenhaften, barbarischen Sparprogrammen und dass nie in irgendwie einer angemessenen Weise Griechenland entschädigt worden ist von Deutschland, ne, wohingegen Deutschland sein Wirtschaftswunder nicht zuletzt, ne, der Entschuldung verdankt, ne, des Londoner Abkommens von 1953, dann finde ich das einen ganz wichtigen Zusammenhang, ne, den wir in der Aufklärung gerade hier in Deutschland immer wieder betonen müssen. Also gerade zu dem, vielleicht weißt du es besser als Karamanis, ich habe irgendwann mal irgendwas von der Schiebe da hinzugenommen, 2+4 und andere Verträge. Aber das ist ja nur diese Reparationen, wobei das von der Bevölkerung natürlich nicht anerkannt wurde, weil Fakt ist, es gibt immer noch keinen Friedensvertrag zwischen Deutschland und Griechenland. Weil ja genau die Friedensvertragsverhandlungen nach dem Zweiten Weltkrieg ja immer verzögert worden sind, genau um die Reparationen rumzukommen. Und es ist im Prinzip bis zum heutigen Tag so, dass es keinen gibt. Aber über die Reparationszahlungen hinaus ist es ja auch so, und darüber gibt es nämlich überhaupt gar nichts. Da hat auch mal ein Genosse mal in der Satz drüber geschrieben, das war ja ein großes Thema auf dem Zentralplatz 2011 in Athen, nämlich die Zwangsanleihen, die die Nazis, die griechische Regierung gezwungen haben, aufzunehmen, auch die wurden nie zurückgezahlt. Ja? Und die haben jetzt gar nicht mit Reparationszahlungen als Kriegsfolge zu tun, sondern sie sind ganz real Anleihen, die die griechische Regierung aufnehmen musste, für die Besatzer. Ja? Und das ist zum Beispiel was, wo in Deutschland einfach gar keine Diskussion ist. Ja? Also das, weil das mit den Reparationszahlungen, das Problem hat Italien ja auch. Das ist ja nicht nur Griechenland. Ne? Ich denke noch, wenn eine oder eine noch was sagen, sonst wieder ihm das Wort geben. Oder wenn ihm. Nur eine ganz kurze Frage, dieses Privateigentum am Grund und Boden, ist das der Grund, weshalb es da jetzt diese ordentlichen Katasterämter oder sowas gibt in Griechenland? Ne? Gut. Also zunächst mal zu den deutschen Verbrechen in Griechenland. Also erstens ist, was die Ilona sagt, vollständig richtig. Es ist damals ein Zwangskredit aufgenommen worden von 494 Millionen Reichsmark. Dieser Zwangskredit ist niemals zurückgezahlt worden von Deutschland. Der Hintergrund dieser ganzen Angelegenheit ist natürlich tatsächlich das sogenannte Londoner Abkommen von 1953. Man hat die Alliierten bzw. auch andere von deutschen Truppen überrannte oder verwüstete Länder haben ja im Regelfalle zunächst mal das an sich genommen, was an deutschem Vermögen sich in diesen Ländern noch befand. Das wurde 1946, Pariser Konferenz, im Grunde enteignet, also entschädigungslos, auch wenn es Einzelnen gehört. Es hat dann natürlich Ungerechtigkeiten gegeben, weil ja auch Widerstände darunter waren. Das ist in einigen Fällen dann korrigiert worden, in vielen aber nicht.
Der zweite Punkt war eben dieses Abkommen von 1953 und das hat eine große Bedeutung für eine mögliche Regierung von Syriza. Weil es ist ja klar, dass im Programm von Syriza drinsteht, dass die Schulden, also die Zinsen und die Tilgung sofort für diese ganzen sogenannten Kredite da eingestellt werden. Und deswegen ist die Geschichte von sehr, sehr großer Bedeutung. Eingestellt werden zumindest, also ein Teil soll gestrichen werden, aber zumindest eingestellt, solange die griechische Wirtschaft nicht wächst. Und genau das war ja der Hintergrund, auch in Deutschland, dass man vereinbart hat 1953, dass eventuelle Reparationen nur nach Maßgabe der Leistungsfähigkeit der westdeutschen Wirtschaft getätigt werden sollten, ansonsten eben nicht. Diese beiden Dinge sind natürlich voneinander auseinanderzuhalten, weil die Frage mit Griechenland ist noch ein bisschen kompliziert. Also wie gesagt, diese 494 Millionen Reichsmark sind nie zurückgezahlt worden. Nehmen wir eine Verzinsung von 3%, sind das heute ungefähr 70 Milliarden Euro. 70 Milliarden Euro würde der deutsche Staat als Nachfolger des Dritten Reiches allein schon deswegen Griechenland schulden. Im anderen Zusammenhang war es folgendermaßen. Es hat Ende der 50er Jahre, wenn ich mich recht entsinne, jemanden gegeben, der wegen einer Auseinandersetzung in Griechenland vor Gericht Zeugnis abgeben sollte. Der war mit der deutschen Armee oder SS in Griechenland. Und dieser ist dann, nachdem man ihm die deutsche Botschaft hat gesagt, freies Geleit, brauchst keine Angst haben, ich glaube Neuber hieß, aber bin jetzt nicht ganz sicher, ist dann nach Athen gefahren. In Athen wurde er sofort verhaftet. Und dann kam es zu massiven Auseinandersetzungen, wo eben auch die griechische Regierung sogar mit DDR geliebäugelt hat und so weiter. Und dann hat sich tatsächlich ohne Anerkennung einer Rechtspflicht die deutsche Bundesregierung damals bereit erklärt, 116 Millionen D-Mark zu bezahlen. Das ist aber auch alles, was de facto in drei Raten bezahlt worden ist. Die andere Geschichte, die hier im Schwang ist, und es gibt einen sehr, sehr schönen Film von Agiris, das heißt Ein Lied für Agiris, das war ein Schweizer Professor, der als Kind Dystomo überlebt hat. Und der hat ja dann, als er emeritiert war, sehr intensiv sich darum gekümmert, dieses Verbrechen von Dystomo auch zu dokumentieren. Also die Dokumentation in Dystomo ist ziemlich gut. Und bei ungefähr 25 Kilometer von Delphi, wenn ihr wissen wollt, wo das ist. Ne? Und das wiederum hat dann bedeutet, dass er den Gerichtsweg eingeschlagen hat, sowohl in Griechenland wie in Italien. Und die Gerichte haben ihm Recht gegeben. Das heißt, irgendwann wurde ja, das habt ihr ja vielleicht im Nachhinein mitgekriegt, das Goethe-Institut in Athen gepfändet, weil die deutsche Regierung keine Zahlungen leisten konnte. Sie haben es schon gepfändet. Aber das Problem war natürlich, die Bundesrepublik geht immer in die nächste Instanz, soweit es in irgendeiner Form möglich ist, und verhält sich hier natürlich sehr ambivalent der Gestalt, dass man sagt, der 2+4-Vertrag, der ja allgemein als Friedensvertrag angesehen wird und völkerrechtlich ja in gewisser Weise auch die Wirkung eines Friedensvertrages entfaltet, gilt für die Bundesregierung nicht als Friedensvertrag. Das ist ja der Witz. Also wie Sie darauf kommen, das ist eine höchst komplexe Konstruktion, die wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob der Michael als gelernter Jurist das verstehen oder erklären kann, das kann nur ein entsprechender Jurist verstehen. Das ist wirklich eine Buchstabenglauberei. Und der Witz ist also, dass wiewohl dieser Agiris und andere die Verfahren zunächst mal gewonnen haben, sie das letzte Verfahren vor dem Gerichtshof in Den Haag verloren haben, weil der Gerichtshof in Den Haag, im Unterschied übrigens zu anderen Entscheidungen, die es auch schon gegeben hat, gesagt hat, dass ein Einzelner aufgrund der Staatenimmunität nicht gegen Staaten klagen kann. Das ist der juristische Grundsatz, um den es hier sozusagen geht. Und insofern machen die zwar weiter, aber also die Hoffnung, dass sozusagen über diese Brechen der Staatenimmunität und der Neuetablierung einer Rechtsprechung, die angesichts dieser ungeheuren Verbrechen der Vergangenheit tatsächlich Kompensationsleistungen zulässt, diese Hoffnung hat sich
leider zerschlagen. Oder wolltest du noch zu dem Komplex? Zu dem Komplex nochmal. Es hat, ich meine, im Frühjahr im griechischen Parlament nochmal erstens eine Syriza-Anfrage gegeben, wegen dieser Reparationszahlungen, aufgrund der Information, dass es im Finanzministerium eine Untersuchung gegeben hat über mögliche Reparationsansprüche und auch im Zusammenhang mit der möglichen Rückzahlung dieser Staatsanleihe. Das ist zumindest auch bei uns in der Bundesrepublik in einigen Medien berichtet worden, relativ kurz, ohne dass es dann weiter ausgeführt worden wäre. Was ist denn daraus geworden dann eigentlich? Also das wir haben ja folgendes Problem. Ihr wisst ja, dass vor allem durch die Schließung von ERZ die Troika in einer ziemlich, also die kleine Troika, ne? Also sprich diese Dreierkoalition, in einer ziemlich, schweren Krise ist. Und man geht davon aus, dass die alles getan haben, und ich schätze aufgrund von massivem Druck aus Berlin, diese ganze Geschichte nicht wirklich weiter zu verfolgen. Es gibt auch an der Universität von Thessaloniki gibt es Professoren, die da dran sind, diese ganzen Sachen entsprechend auszuarbeiten. Es sollte ja vor 2 Jahren auch mit dieser Schuldenauditfrage begonnen werden und so weiter. Da sind einzelne Leute dran, aber wie das halt immer mit griechischen Behörden der Fall ist, also da wird alles hintertrieben und also was denen für Knüppel zwischen die Beine geschmissen werden, ist unglaublich. Das kann man sich hier eigentlich gar nicht wirklich vorstellen. Und insofern fürchte ich, dass die Sache bisher über Ansätze nicht hinausgekommen ist. Das würde sich unter Umständen ändern, wenn eben ein Regierungswechsel wäre. Das wäre sicherlich dann natürlich eine Sache, die ziemlich aktuell wäre. Aber auch in dem Bereich haben wir, denke ich, einige Aufgaben. Ja, Entschuldigung, ja, das Thema Kataster. Ja, ich glaube, da ist es natürlich sehr wichtig. Ich wollte jetzt fragen, Schiller, mit dem besten Verfahren, und du sagst jetzt mit Den Haag, dass die gerade gesagt haben, ein Einzelner kann den Staat verklagen. Mhm. Wurde das zu den Nachkommen von Desdemo gesagt? Weil es gibt ja unmittelbar Betroffene, die ja geklagt haben. Ja, aber zu denen wurde das gesagt. Also vor allem der, wenn man so will, Spiritus Rechthof der Distomo-Gruppe ist ja Algiris irgendwas aus Zürich, ne, der dort Professor war, und um die geht es da. Und also in dem Buch wird auch ein Artikel zu genau diesem Thema drin sein, von der Hamburger Distomo-Gruppe um Michael Klingler und so weiter. Also auch ein Anwalt. So, jetzt zum Thema Kataster. Also das ist auch eine sehr interessante Sache. Die EU hat vor ziemlich vielen Jahren Geldmittel zur Verfügung gestellt. Jedes Jahr, ich glaube, es sind 20 Millionen Euro, aber es können auch mehr sein, dass in Griechenland ein Kataster erstellt wird. Nämlich in Griechenland sind erst zwischen 6% und 8% des Landes katastriert. Und zwar einfach deswegen, weil zwei Dinge hier eine sehr, sehr große Rolle spielen. Das eine ist, ne, Aische, die Tradition des Osmanischen Reiches. Das hat Vor- und Nachteile. Also, im Osmanischen Reich, das hatte ich euch ja schon ganz klar gesagt, gehörte aller Grund und Boden dem Sultan oder eigentlich Allah. Aber der Sultan war halt, wenn man so will, der Stellvertreter. Also, ja. Das ist der eine Punkt. Also selbstverständlich ist das die klassische Tradition auch in diesem Gebiet. Aber die Frage ist natürlich, warum man es nicht geändert hat, weil man hat ja so getan, als würde man sozusagen einen Modernisierungs-, Verwestlichungsprozess und so weiter entsprechend durchführen. Und seit der Revolution und seit dem Nation Building ist das ja sozusagen immer wieder verkündet worden. Das ist deswegen der Fall, weil es hier natürlich massive Interessen gibt, die dagegen stehen. Das Hauptinteresse, was hier dagegen steht, dass man das systematisch sich anguckt, ist die orthodoxe Kirche. Das habe ich ja intensiv betont. Die orthodoxe Kirche ist nämlich nicht nur eine politisch und kulturell extrem wichtige Organisation in Griechenland, viel, viel wichtiger als hier, sagen wir mal, die Katholen oder in Italien die Katholen oder wie immer, sondern die orthodoxe Kirche ist nach dem Staat auch bei weitem der größte Großgrundbesitzer. Mindestens 130.000 Hektar hat die
orthodoxe Kirche, wobei noch im Einzelnen zu gucken wäre, wie das mit einzelnen Klöstern aussieht, ob die dazugerechnet sind oder nicht. Also nach dem Staat bei weitem der größte Großgrundbesitzer, der genau wie die Reeder in erheblichem Maße von der Steuer ausgenommen war und ist. Also man hat jetzt zwar versucht, jetzt zum Beispiel gibt es jetzt eine Auseinandersetzung in Griechenland, ob die ungefähr 12.000 Popen, ob die weiterhin Staatsbeamte sind und vom Staat bezahlt werden oder aber nicht, ob die Kirche sie selber zahlen muss. Angeblich haben sie vereinbart, dass die Kirche sie irgendwann selber zahlt, aber wann genau ist völlig unklar. Also es konnte mir nicht. Es konnte mir in Griechenland niemand genau sagen, wann das jetzt der Fall sein soll. Jedenfalls ist es, wie das so schön auf Neudeutsch heißt, angedacht. Aber trotzdem ist klar. Trotzdem ist klar, dass also die Besteuerung der Kirche, die also aufs Engste mit so vielen Grundstücken und so weiter verbunden ist, und Grundstücke heißt ja auch, es sind haufenweise auch irgendwelche Hotels oder irgendwelche Ferienanlagen oder sogar irgendein Skigebiet und so weiter, steht alles auf deren Grund. Wenn es nicht vermessen ist, wenn man also keine klare Grundlage für die Taxierung hat, dann ist ja logisch, dass im Regelfall die Steuer eben ausfällt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt in Griechenland, also die Reeder ist so ein Punkt und die Kirche, um eine vernünftige Besteuerung von diesen doch ziemlich reichen, sagen wir mal, Gruppen der Bevölkerung und so weiter durchzusetzen. Und natürlich hintertreiben die Katastrierung massiv, und da ja die griechische Verwaltung absolut unbestechlich ist, wie wir ja wissen, ist ziemlich klar, dass von diesen mindestens 20 Millionen, die die EU dafür jedes Jahr hergibt, ein gut Teil in irgendwelche Kanäle verschwinden, sodass also der Sauseschritt bei dieser Arbeit nicht wirklich verabfolgt. Also die EU hat jetzt Druck gemacht, die will haben, dass bis zum Jahr 2015 12% und bis zum Jahre 2020 18% des Landes entsprechend vermessen sind. Das will die EU. Was die griechische, also ich meine, dass das so ein Ansatz ist, zeigt ja auch schon die Schwierigkeit des Problems. Mal abgesehen davon, dieses Problem äußert sich ja auch in häufigen Bränden in Griechenland, weil es gibt ja bestimmte Bereiche, wo man nicht bauen darf, es sei denn, sie sind sozusagen Wüste. Naja, das ist die Folge. Gut. Okay, ich würde jetzt, eigentlich sind wir jetzt schon an der Grenze von dem Teil, aber wenn es jetzt noch Beiträge gibt, dann machen wir noch. Ich habe eine kurze Anmerkung. Volker hat gerade erwähnt, Syriza sagt irgendwie, da müssen wir was machen mit den Kirchen. Es mag ja sein, dass das Syriza sagt. Wie gesagt, dazu braucht man eine Verfassungsänderung. Was aber die Kritik in Griechenland ist, dass Syriza im Programm nichts sagt, was die Räderbesteuerung angeht. Doch, also das ist ja. Ganz schwach. Also da lest ihr mal den Beitrag von Kontros da in diesem grünen Heft da hinten. Also da steht, wenn ich mich recht entsinne, entsprechend was drin. Jedenfalls hat er in München das gesagt. Gut. Du? Ja, ich habe mir jetzt alles mit großem Interesse angehört. Du hast so ein bisschen meine hier klassische humane, humanistische Bildung hier zerstört. Das ist, dafür danke ich dir. Aber du hast gleichzeitig mir ein bisschen die Illusion genommen. Das hörte sich so alles so negativ an, was du gesagt hast, diese Staatsferne oder Staatsfeindlichkeit der griechischen Bevölkerung oder auch ihre Selbstbewusstsein in Kampfhandlungen und all die Dinge. Ich würde es doch mal sagen, angesichts dessen, was sich da jetzt real abspielt, das sind doch wunderbare Eigenschaften, die für eine postkapitalistische Gesellschaft deutlich günstigere Ausgangspunkte sind, als dieses devote Preußentum, wo der Liebe hier und diesen Land bleiben. Das lassen wir jetzt einfach so stehen, habe ich den Eindruck. Sollen wir jetzt übergangslos zu Teil 2 gehen, dann? Ich würde einen Gesichtspunkt gerne noch behandeln lassen, weil er ja auch für die Gegenwart nach meiner Meinung eine Rolle spielt.
die Verarbeitung der Zeit der Militärdiktatur und was davon im Bewusstsein der politischen Auffassung der Leute noch vorhanden ist. Also wir haben jetzt ein bisschen auch die Nazi-Verbrechenszeit und was Griechenland unter der Besatzung der Nazis erlitten hat, mitgekriegt. Wobei wir können uns nicht vorstellen, warum sie dann diese Faschisten da in der Form dulden, die sie heutzutage da aufstellen. Aber ich denke, das lassen wir vielleicht noch ein bisschen. Aber was mit der Militärdiktaturzeit ist und was das für, was als einziges Resultat den gesunden Anti-Amerikanismus beschrieben. Vielleicht kannst du noch mal drei, vier Sachen dazu ergänzen, ob das heute eine präsente Erfahrung noch in der Bevölkerung ist. Wenn es von Interesse ist. Also wenn der Vorsitzende... Gut. Wenn der Vorsitzende sagt... Ja, also... Der Vorsitzende! Ich bin auf. Das Thema Militärdiktatur wäre natürlich jetzt auch ein abendfüllendes Thema. Es gibt übrigens von Klopfen Kaplitzki da ein ziemlich gutes Buch dafür, wo er das auch beschrieben hat. Also da bei der Militärdiktatur spielt natürlich eine ganze Reihe von Dingen eine Rolle. USA, wisst ihr ja, Griechenland hat sich teilweise an der Seite der USA im Vietnamkrieg engagiert auch und das hat natürlich dann auch mit entsprechende Ressentiments, oder sagen wir mal gesunde Gefühle da hervorgerufen, gegen die USA zu sein. Dann natürlich eine weitere Folge ist, dass eine Institution, die ganz, ganz wichtig gewesen ist für Griechenland, dann de facto abgehalftert worden ist, nämlich der Hof. Der Königshof, der importierte mit der importierten Verwaltung und so weiter, der ja bis 76 bestand, wurde ja dann durch eine Volksabstimmung beseitigt. Und das war natürlich eine ganz wichtige Errungenschaft, weil man kann sagen, diese Verbindung USA, Hof, Militär und Teile der Bourgeoisie und so weiter, das war ja dieses klassische Viereck in Griechenland, was im Grunde wirklich alles bestimmt hat in diesem Lande. Natürlich ist es sehr schön, die Autonomie der Bauernschaft und so weiter zu betonen, gerade in diesem Lande, das ist wahr. Aber umgekehrt darf man natürlich nicht vergessen, dass der Genosse Trotzki schon sehr deutlich gemacht hat, dass es die Vereinigung der Bauern sozusagen zu einer politischen Gruppe oder Partei und so weiter kaum möglich ist. Das heißt, die Vereinigung, die entsprechenden Bewegungen müssen alle einen zentralen Bezugspunkt in der Stadt haben, um politisch wirksam zu sein. Und erst dann können sie sozusagen einen entsprechenden Dampf entwickeln. Und das ist in Griechenland natürlich häufig nicht passiert. Also das Ergebnis dieses Sturzes war 1974, erstens mal 1973 dieser Aufstand, an der Uni dann, am Technikum. Das sagen viele Griechen, mit denen ich jetzt gesprochen habe, ähnelt tatsächlich jetzt ein bisschen dem, was bei Erd jetzt abgelaufen ist. Also richtige Besetzung und entsprechende Geschichten und so weiter. Also die sagen ja, so eine Mobilisierung und so viel Feuer haben wir eigentlich schon lange nicht mehr erlebt, ne? Wie jetzt, als diese Sendeanstalt abgewickelt werden sollte. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig, weil mit diesem Aufstand und dem, was danach gekommen ist, eine neue griechische Linke entstanden ist, die natürlich viele Einflüsse, viele Wurzeln aus anderen Ländern hatte, Frankreich, Deutschland, pipapo, klar, aber trotzdem eine neue griechische Linke. Die ganze relativ starke neue griechische Linke ist eigentlich ein Produkt genau dieser Zeit, natürlich auch des Vietnamkrieges und so weiter, also auch internationaler Punkte. Aber wenn man jetzt die griechischen Anhaltspunkte sieht, dann spielt das eine extrem große Rolle. Und der weitere Punkt dabei ist, da gehe ich in meinem Buch auch etwas drauf ein, nämlich das Problem der EU heute. Ihr wisst, damals hieß es noch EWG bzw. EG. Ich schreibe trotzdem mal EU hin, aber mit dem Vorbehalt. Und zwar hat es tatsächlich eine erhebliche Umorientierung der Politik gegeben in Griechenland, weg von den USA hin zur EU, die natürlich ganz, ganz stark von Papandreou und der PASOK betrieben worden ist. Also, statt den Sozialismus zu verwirklichen und so weiter, wie er groß verkündet worden ist in den 70er Jahren,
hat er sein Mana im Grunde über die EWG oder EG dann bekommen. Und tatsächlich ist es ja zu einer erheblichen Erneuerung auch des Staatsapparates gekommen. Einfach deswegen, der Staatsapparat war natürlich konservativ. Mit dem Mana der EU konnte haufenweise Leute neu einstellen. Das wird jetzt ja schwer beklagt, ne? Also dass sozusagen jede neue Regierungstradition da entsprechend viele Leute im Staat eingestellt hätte. Aber bei Papandreou muss man einfach sagen, der hatte sonst überhaupt keine Chance. Der musste jetzt erstmal ein Gegengewicht gegen diese konservativen Abstriche im Staatsapparat aufbauen, dass natürlich dann die Ausgaben des Staates entsprechend zugenommen haben und so fort, das steht auf einem anderen Blatt. Aber trotzdem sehe ich als ein ganz zentrales Ergebnis, ob, wie man das jetzt im Einzelnen bewertet, und, ein wichtiger Punkt, dass also die Verbindung zu den USA, die über die Räder extrem eng gewesen ist, die Räder zum Beispiel haben ja mehrere hundert Schiffe bekommen, die Räder, also die griechischen Räder haben sich gemessen am Zweiten Weltkrieg, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, dass also die amerikanischen Truppentransporte in erheblichem Maße, vor allem die Nachschubtransporte und so weiter organisiert haben. Klassischer Fall Onassis, ne? Der war jetzt erstmal Tabakhändler und hat da die ersten Schiffe sich in Anführungszeichen verdient und dann hat er mit den Amis entsprechend paktiert, oder der Latsis da genauso, ne? Und so weiter. Also diese, die da auf der Forbes-Liste unter den ersten 100 sind, und das sind übrigens 4 oder 5 Griechen, die sind im Regelfalle mit im Bündnis mit den Amis im Zweiten Weltkrieg entsprechend groß, also sprich kapitalkräftig geworden. Und da war es also sehr interessant, dass die ja auch mit den mit der Militärdiktatur verbunden waren. Der Papadopoulos zum Beispiel, der wurde der Vorsitzende der Reeder auf Lebenszeit. Hm. Ja, den haben sie extra als Vorsitzenden da bestimmt. So, und insofern steht dann die Politik von Papandreou und der Passung, wie immer man die jetzt beurteilen mag, tatsächlich eine gewisse Wende in der griechischen Politik da, also weg sozusagen von den USA hin zur EU. Das kann man natürlich sagen, das ist die Wende vom Regen in die Traufe. War das deine Frage so? Danke. Nur ganz kurze Anmerkung, also auch die Bewegung heute noch bezieht sich auf die Parole von 1973. Seit der Krise, man sieht es auch auf jeder Demo des Transparent oder auch über dem Parlament, das heißt immer Fortbildung, Freiheit, also für mich mit der Elefteria. Und unten drunter steht auch immer, dass die Junta 1973 nicht beendet wurde. Also man bezieht sich unmittelbar jetzt die Bewegung, immer auf die Bewegung zur Beendigung der Militärdiktatur. Also so, wenn man Bilder sieht im Netz oder so, dann man wundert sich, was ist denn die Parole von 1973 steht. Das ist genau diese Parole. Also man bezeichnet auch heute die kleine Troika auf als Junta. Dann würde ich sagen, dann werden wir jetzt mal, ich glaube, dass da noch jetzt so das Gefühl, es würden noch viele Fragen da schlummern, aber vielleicht machen wir in der Pause nochmal oder das später vielleicht nochmal festhalten, was da eigentlich jetzt offen geblieben ist und was jetzt nicht beantwortet werden konnte, kann, und dass man jetzt einfach übergangslos, ich werde halt ein bisschen strapaziert, jetzt zu dem Teil über Wirtschaft übergeht.